Ja, guck mal, und ich hab was Falsches angemacht und eingeschaltet, ne? Das ist auch doof. So, ich mach's nochmal. Hallo, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. So, ich hab echt vergessen, wie das alles funktioniert, Leute, ne? Wenn ich mindestens 5 Tage nicht streame, dann weiß ich echt nicht, wie alles hier funktioniert. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut. Ich sehe gerade Be Real. Was? Be Real? Oh, 2 Minuten für ein Reveal. Komm. Mach ich mal. Hier, komm. Grinse doof, aber ist mir egal. So. Ja, Freunde, ich bin wieder da. 5 Tage war ich weg. Ich hätte eigentlich auch schon gestern live gehen können. Aber den streamfreien Tag mir einfach mal genossen, ne, wie man das so tut. Und freue mich sehr, wieder live zu sein. Ich habe wirklich. Ja, ich hätte in der Zeit ja auch streamen können. Ich habe es aber nicht getan. Warum nicht? Liegt halt einfach auch daran, dass ich wollte gerade sagen, ja, dass ich ja wegen Internetumstellung und so ja schon am Freitag gesagt habe, gut, sagen wir mal so, der Freitag hat ja schon so ein bisschen komisch begonnen. Ich werde jetzt hier nicht alles so erzählen. Es ist einfach nur so, am Ende hat sich so alles zu einem komischen Dingens berieselt. Jetzt weiß ich auch, was ich heute noch vergessen habe zu machen. Deswegen werde ich das morgen Vormittag machen, bevor ich dann hier wieder live gehe. Ja, es hat sich nicht viel so viel verändert, außer dass ich sagen kann, ich lade gerade nebenbei Update hoch. Seht ihr irgendwelche Ruckler? Ich sehe keine. Ja, das macht meine neue Internetleitung möglich. Für die, die am Mittwoch hier im Stream waren und gesehen haben, wie ich hier die Homebox gezeigt habe, sie ist seit gestern Nachmittag, seit gestern Vormittag schon online. Ja, eine super Homebox, die ich bekommen habe von O2. Eigentlich müsste jetzt im Hintergrund, ne, nur noch Lecho TV wird gesponsert von O2. Nur noch so. Kleiner Scherz am Rande, nein. Ist natürlich alles ganz normal und so. Das ist für euch ein Rot. Na gut, das soll es ja mit diesem Rot hier so ein bisschen zusammenhängen. Ist ein Rot-Orange eigentlich. Ja, und Musik ist wirklich leise, ne? Ihr hört gar nichts wahrscheinlich. Ihr hört gar keine Musik wahrscheinlich, ne? Muss ich bei mir ja ziemlich leise machen. Boah. Ja, daran muss ich mich auch noch gewöhnen. Also das wird auch noch so ein bisschen schwierig sein mit der Angewohnheit des Ganzen. Ne, dass ich nicht so laut schreien sollte oder so, weil wenn ich jetzt, ich habe es jetzt auf 4 gestellt, na, keine Ahnung, ich müsste da mal echt mal ein bisschen mal in den Soundeinstellungen bei mir gucken. Müsste ich mich mal irgendwann mal in Ruhe reinfuchsen, habe ich ja jetzt das Wochenende. Naja, nur einen Tag, sagen wir es mal so. Ja. Für die, die es nicht mitbekommen haben, wird ja am Wochenende kein Stream geben oder jedes zweite Wochenende zumindest nicht. Wird jetzt dieses Wochenende soweit sein. So wird's ausschauen und dann mal weiter gucken. Ja, was steht heute an? Pokémon Schwarz 2 natürlich. Für die, die wissen wollen, was so diese Woche gaming-technisch da ist, fangen gleich mal an mit Pokémon Schwarz 2. Es ist so gut wie alles vorbereitet. Controller liegt ja schon bereit. Was natürlich für die, die jetzt wissen wollen, wie ist es denn jetzt eigentlich? Also für die, die jetzt, sagen wir mal, in den vergangenen 2, 3 Wochen hier gar nicht reingeschaltet haben oder überhaupt nicht wissen, was abgegangen ist jetzt in den vergangenen Wochen. Erstens ist mir vor gut 3, 4 Wochen der Rechner zusammengebrochen. Sprich, Grafikkarte ging kaputt. Dann hat Mainboard dafür gesorgt, dass andere Grafikkarte kaputt ging. So zumindest habe ich das Gefühl gehabt und auch andere Kollegen. Jetzt habe ich andere Grafikkarte drin, anderes Mainboard drin, andere CPU drin und anderes Netzteil drin. Dann habe ich jetzt einen Internetanbieterwechsel gehabt. Ich weiß, das interessiert euch gar nicht, aber für die, die wie gesagt wirklich wissen wollen, was so jetzt passiert ist. Und ja, es musste so einiges jetzt neu angefangen werden. Letzte Woche ging das ja los mit Sims 4 am Montag. Und dann natürlich am letzten Mittwoch, also quasi gestern vor einer Woche mit Pokémon Schwarz 2, möchte ich euch gerne mal hier zeigen. Da ist nämlich die Folge von letzter Woche, nämlich auch online. Ihr kriegt sie ja alle immer mit. Also das hier, was ich jetzt ja auch so zeige, das ist ja jetzt ja auch, upsala, das ist jetzt ja auch quasi hier jetzt online. Guck mal, und auf einmal ist alles mit der Bildeinstellung wieder normal. Ich hasse dich, Kamera. Ja. Ich hasse dich. Guck mal, wie wäre es jetzt mit, wenn wir jetzt einfach nur ein Blau schalten würden? Guck mal, sehe ich jetzt wieder so. Ja, das habe ich irgendwie mit der Kamera nicht im Griff, ne? Dem Weißabgleich oder so. Ich muss mal kurz gucken, ne? Weil jetzt sehe ich nämlich so aus, als wäre ich irgendwie. Bringt aber eigentlich gar nichts, weil diese Kamera. Oh doch, es bringt was. Siehst du, es bringt kaum etwas,
Weil diese fucking Kamera, guck mal, so sieht es eigentlich aus, wenn ich die Kamera immer starte. Und jetzt muss ich sie einstellen. Ne? Guck, ich muss sie jetzt einstellen. Warte mal, ich gehe mal vielleicht mal ein bisschen weiter zurück. Ich gehe mal auf 81. Ne, vielleicht sehe ich dann wirklich demnächst mal nicht so... Oh, guck mal, sieht doch viel besser aus, ne? So 110, ja, mach mal 111. Guck mal, das sieht doch jetzt viel besser aus, ne? In einem blauen Hintergrund, ne? So, wenn ich jetzt rot wahrscheinlich mache, beziehungsweise rot, blutorange, sieht so aus, hat sich jetzt, glaube ich, auch nicht so viel verändert. Naja, ist halt eine Kamera, die keine eigene Software hat, aber trotzdem gut ist, weil sie eine schöne Weitwinkelkamera, Webcam ist. Würde ich meine 10920 dran machen, hättet ihr mich so nah am Bildschirm. Will auch nicht unbedingt jeder sehen. Naja, was soll's. Meine Lieben, Pokémon Schwarz 2 geht weiter. Wir haben ja beim letzten Mal wieder von neu anfangen müssen. Wir haben aber es auch diesmal hingekriegt, fast das gesamte Team vom letzten Mal wieder so einigermaßen wiederherzustellen. Was ich sehr, sehr gut finde. Deswegen werden wir da jetzt, so sagen wir mal, großartig keine großen Probleme haben, irgendwie das Team so ein bisschen umbauen zu können. Also so ein bisschen, so ein paar Veränderungen wird es natürlich geben, vom Wesen her, von den Attacken her und alles. Aber so können wir jetzt natürlich fast da anhaken, wo wir vor 3-4 Wochen waren. Ne? Fast aber nur. Deswegen heute zweite Session, hoffen wir mal, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Werde ich mal auch mal ganz gespannt sein. Genauer gesagt werde ich ziemlich gespannt sein, wie wir das nämlich hier hinbekommen werden. Wie das auch ausschauen wird mit wie weit wir kommen und so weiter und so fort. Deswegen würde ich eigentlich mal sagen, ich mache mal die Musik im Hintergrund mal aus. Ich schätze mal, gleich wird mich das Programm mit dem Spiel, glaube ich, gleich ziemlich anschreien. Ich werde mal kurz gucken. Deswegen nicht wundern, liebe Leute. So, würde ich mal schauen. Ich werde jetzt auch mal so ein bisschen hier umstellen, damit wir hier so ein bisschen... Oh, es geht eigentlich. Ich könnte hier sogar lauter machen, ne? Das Spiel schreit mich nicht so an. So, aber ich drücke trotzdem mal auf Start. Es geht eigentlich. Ich glaube, das ist für euch viel zu leise, ne? Ist schon so ein bisschen... Ne? Gehen wir mal auf Pokémon Schwarz 2. Bam! Da ist es! Ja, und für die, die wahrscheinlich das letzte Mal bemerkt haben, letztes Mal war ja links unten eine Uhr, die ist weg. Ja, vielleicht habt ihr es ja bemerkt, der Echo TV hat so ein bisschen neues Logo, ein bisschen alles aber ist ja eigentlich auch eher ziemlich unwichtig. So, ich würde aber dann dennoch mal lauter machen. Moment, Lautstärke-Mixer öffnen. Wenn ich auf... Will ich mal auf 4 machen. Ach nee, ist ja... Oh, das ist viel zu laut. Und sogar für meine Verhältnisse. So. Da würde ich sagen, so ist es angenehm. Ne? Zumindest für mich. Aber dann muss ich wieder so einstellen. Das heißt, das muss ich selbst auch bei Spotify ein bisschen anders einstellen. Oh Gottes Willen, da muss ich mich mal wirklich ein bisschen in den Einstellungen mal so ein bisschen damit befassen. Also wenn ich jetzt nämlich mache, dann habe ich gar keinen Ton mehr. Deswegen ist es auch ein bisschen eigenartig. Wenn ich jetzt mache, geht auch nichts mehr. Da muss ich mich echt, ich muss mich echt, glaube ich, mal erstmal mit den Einstellungen meines Sounds befassen. Das ist scheiße jetzt. Ja, wenn das ein oder andere Kabel am Rechner nicht so kurz wäre, nicht? So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Das ist das Ding hier. Ja, guck mal, es geht auch nicht hier. Ja. Deaktiviert. Hallo? Thank you.
Weißt du, das ist wirklich so, du streamst für eine Woche nicht oder sowas, ne? Du streamst eine Woche lang nicht und dann geht gar nichts mehr, ne? Das ist schon so ein bisschen bitter, ne? Das ist schon so ein kleines bisschen bitter. Ich habe halt auch das Gefühl, ich schrei geradewegs, ne? Das ist schon heftig. Warte mal, ich mach mal hier mal auch ein bisschen weniger. Gut, okay. So. Okay, dann würde ich mal sagen, dann starten wir auch direkt los. Ey, das ist wirklich für mich ein bisschen zu laut, aber ich kann es halt nicht leiser stellen. Das ist halt das Problem jetzt. Ja. Ah. Naja, schade drum. Da muss ich wahrscheinlich ein bisschen leiser sprechen, ein bisschen lauter sprechen. Oder ich muss mal einfach mal einen Knopf im Ohr behalten und dann würde es wahrscheinlich gehen. Ja, so würde es wahrscheinlich gehen. So, okay, wir können dann loslegen, würde ich mal sagen. Und was haben wir jetzt beim letzten Mal halt gemacht? Genau, was haben wir beim letzten Mal gemacht? Wir haben Pokémon trainiert. Wie ihr sehen könnt, unten ist fast alles, das komplette Team einge... Moment, jetzt erstmal hier den Trank erstmal weggenommen. So, genau, und ihr seht es folgendermaßen. Ihr seht, Dusselgur Level 12. Also ich habe beim letzten Mal geradewegs noch dieses wundervolle Pokémon gefangen. Moment, ich werde jetzt hier mal ein bisschen umstellen, genau. Und zwar nämlich Riolu habe ich nämlich beim letzten Mal noch gefangen. Und das ist auch schon ziemlich... Kann ich vielleicht hier irgendwie Sound Settings oder so? Sound Settings, guck mal. Oh, guck mal, Volume. Oh, ich kann es ein bisschen runterstellen. So. Guck mal. Oh, ja, jetzt... Ich glaube, jetzt ist es besser, ne? Da muss ich jetzt nicht bei mir irgendwie immer was umstellen. Oh, mein Gott. Oh, ich muss immer wieder gucken, wenn gewisse Programme selbst auch so ein bisschen... Ne, Sound hier irgendwie haben, machen wir 75. Ist doch für mich schon ein bisschen zu laut. Also passt das jetzt. Aber ich denke mal, für euch passt das auch, für die, die es jetzt im Chat hören und so. Denke ich mal zumindest. Ihr kennt das Spielchen. So, das ist Riolu. Warum wendet es sich von mir ab? Ich weiß es auch nicht. Da haben wir einmal Voltilam Level 12, Otaro Level 12, Dusselgur Level 12. Das ist so das Hauptteam, was wir eigentlich generell haben. Ach so, ja, stimmt, finde ich auch. Und Yorklef ist einfach nur so mit, wegen Mitnahme. Ne? Das heißt, nehmen schön Items mit und gut ist. Und Anton habe ich ja hier das letzte Mal gefangen. Ich würde aber jetzt auch zurückgehen, nämlich. Und Riolu. Oh, guck mal, und zack, wir haben Frühling. So sollte das aussehen, meine Freunde. So sollte es aussehen. Jetzt haben wir Frühling. Ne? Das heißt, wir kommen auch an bestimmten Items nur dann ran, wenn auch wahrscheinlich eine entsprechende Jahreszeit ist. Ne? So. Dann wollen wir mal ins Pokémon Center gehen. Aber da haben wir auch wirklich das letzte Mal... Genau, ich kann mich auch dran erinnern, ich wollte davon eigentlich auch noch einen Clip machen, dass ich ja aus Versehen ein Riolu ja umgebracht habe. Jetzt weiß ich es wieder. Scheiße. Ist halt mies. Ja, das stimmt. Das Anton wollte ich noch ablegen. Ja, und ich muss hier unten noch was verändern. Gar nichts vorbereitet mal wieder. Ne? Das ist typisch Wadi. So, Anton erstmal raus. So, Anton. So, natürlich Box 1. Ihr seht schon, was ich alles andere an Exemplaren hier gefangen habe. So, jetzt muss ich mal kurz mal meine Pokémon rangehen. Das heißt, Pokémon Nummer 6 fällt raus. Ich würde an dritter Stelle setzen wir Voltilam. Das ist ja eines der Johto-Viecher. Ne? Da das Lämmchen. Nummer 4 setze ich dann Dusselgur. Das ist ja aus Einal. Deswegen Nummer 5 eingeben. Ich muss gerade echt gucken, wo ich die habe. Ne? Ich habe ja so ein bisschen was zur Verfügung gestellt bekommen. Wo ist der Vogel? Ach, da. Und, warte mal, ich hab noch kein Vati. Hallo, Vati mal. Vati mal hier. Ich hab noch ein Lämmchen. Fällt mir gerade auf, ne? So, genau. Riolu muss noch rein. Ja, Dusselgur hab ich schon. Warte mal, bei Dusselgur muss dann Riolu rein. Das war, glaube ich, Nummer 400, ne? Weil Riolu etwas später eingefügt wurde, ne? Es wurde ja... Genau. Ist ja mit Lucario eingeführt worden. Das war. Genau. Und hier kommt dann der Kleffer rein. Das Jock-Klefferchen. Nummer 5. So. Zack! So, meine Lieben. Meine Lieben hier. Jetzt haben wir alles hier kompletto. Kompletto Margarito. Schauen wir mal auch mal, was so bei unseren
Tränken und so abgeht. Ich schau mal gerade mal. Wir haben 3 Pokebälle. Das sieht nicht gut aus, ne? Dann haben wir 9 Tränke. Oh, guck mal, das sieht eigentlich gut aus. Das sieht eigentlich sehr gut aus. Aber ich würde da mal Pokebälle kaufen, falls wir mal irgendwie interessante Pokémon sehen. Ich würde mal sagen, 5 Stück reichen erstmal. Und dann werden wir mal weiter schauen, was uns noch so begleiten wird in Zukunft. Ne? Ich werde ja direkt ja jetzt mit Riolo in Richtung Route gehen. So, Route 20 sind wir ja hier. Ich meinte ja direkt ja wieder auf den Dowsinghof. Ich meine aber, jetzt hat sich hier so nichts so technisch verändert. Ne? Nein, da können wir auch nicht irgendwie hin. Ne? Der Dicke lässt uns immer noch nicht durch. Hier kommen wir immer noch nicht lang. Ich frage mich, wann wir da überhaupt lang können. Aber der Dowsinghof... Stimmt, wir haben ja noch nicht mal... Wir haben noch nicht mal ne, das zweite Pokémon befreit. Genau, das stimmt. Oh Gott. Ne? Das ist schlimm genug, ne? Kaum streame ich nicht, schon weiß ich gar nicht mehr, was ich tun muss, ne? So, weil mein Rivale steht ja hier noch irgendwo. Pascal heißt er ja. Grüße an den lieben Casho. Hoffentlich guckst du zu. Und wenn auch nur auf Abruf, ist auch nicht schlimm. So, dann können wir jetzt mal so ein bisschen Riolo trainieren. Das Problem ist halt auch wirklich, ich mach mal doch mal über das Tool hier, was ich hier benutze, noch mal leiser. Dann mache ich mal auf, machen wir mal 71. So, dann wird es so ein bisschen leiser für mich. Ja, das sieht halt nicht... Oh, guck mal, schon Level 6 direkt, ne? Das könnte auch nicht gut aussehen für... Oh, nee, oh, nee, oh, nee. Dann soll das Lämmchen übernehmen. Oh, nee. Das sieht nicht gut aus. Ja, das sieht nicht gut aus. Komm, wird paralysiert. Schade. Alles muss man selber machen, heißt es ja so schön, ne? So, weg ist es. So, 19 XP. Riolo kriegt 38 XP. So, dann werden wir nochmal die Sound-Settings nochmal runtersetzen. Ich würde mal sagen 867. Dann passt das zumindest so ein bisschen, wie ich es haben will. So. Gut, dann haben wir das so jetzt, wie ich es haben will. Naja, fast. Gegen dich habe ich schon gekämpft. Das heißt, hier muss ich nicht hin. Ich glaube, gegen alle Trainer habe ich ja hier schon gekämpft. Na, schon wieder ein Yorkleff. Welches Level bist du? Level 4. Ob du es schaffen wirst, Riolo? Ich weiß es nicht. Oh, steht kurz vor Level 5. Okay, gut. Voltilam übernimmt. Machen wir das erstmal so. Wir lassen es mal abwechseln, bis Riolo so ein, zwei gescheite Attacken kann. Ja. Das dauert halt auch mal so ein bisschen. So, dann würde ich mal sagen, Donnerschock. Ist mit einem Schlag ja weg. Sollte ich sagen. Aber Yorkleff haut auch rein, ne? Bestimmt hier mit Pokémon-Steroiden vollgehauen, ne? So, Riolo Level 6. Lernt Konter. Ja, also wenn eine kräftige Attacke dazukommt, dann ist schon mal gut. Hier ist mal mein Rivale. Such dort drüben. Ja, tue ich jetzt auch. Weil da ist er nämlich. Das verschollene Pokémon. Oh, ein Lämmchen. Level 5. Ah, ich weiß nicht. Wäre die Möglichkeit, ne? Das heißt erstmal Ruckzuckieb. Wahrscheinlich kommt jetzt die... Ja, dachte ich es mir. Die Statik kommt jetzt in Frage. Ja, und Riolo ist schon paralysiert. Und kann dazu gar nicht angreifen. Oh mein Gott. Wird das jetzt hier so ein... Ich wollte schon sagen... Trauerspiel. Hoffentlich nicht. Oh. Aber jetzt haut ihr so richtig die Paralyse rein, ne? Da haut jetzt so richtig die Paralyse rein. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Oh, aber wie? Oh mein Gott. So. Weil wir hätten es schon längst besiegt. Ich müsste wahrscheinlich noch ein paar Heiler dabei haben, den mal irgendwann mal Yorkleff gefunden hat. Es wird nicht besser. Alleine deswegen und wegen Heuler, ne, was jetzt auch nochmal eingesetzt wurde. Komm, jetzt nochmal ein Volltreffer. Und nochmal ein Heuler. Das Problem ist, Voltilam greift nicht an, deswegen ist Konter auch unnütz. Ne? So. Ersten verdienten 50 XP für Riolo, Level 7 ist drin. Gott sei Dank. Lernt aber nichts, weil es ja schon was gelernt hat auf Level 6. So, jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Yorkleff hat nichts getragen, aber ich würde gerne trotzdem einen
Und sogar, wir haben sogar zwei Hyperheiler. Guck mal. Zwei Hyperheiler. Zwei Stück. Ey, das ist schon was, wa? Das ist schon was. So. Jetzt haben wir ein Klefferchen. Könnte angreifen, deswegen lasse ich mal Jorgref kämpfen. Dann machen wir erstmal ruckzucki. Das muss ja erst angreifen, ne? Muss ja erstmal einen Tackle machen. So, genau, du machst einen Tackle. Haut gut rein. So, jetzt. Oh, ich hasse das. Ich hasse das. Deswegen ist Konter für mich so obsolet. Ich setze es ein, es greift nicht an. So, jetzt greift es an. Tackle. Haut ordentlich weg, jetzt Konter. Boom. So, 30 XP verdient. Aber daher, dass du mir nicht wegnippeln sollst, Riolu, hau ich dir wieder einen Trank vor die Nase. Jorgref trägt leider nichts. Schade, schade, Banane. Aber wir kommen so langsam... Oh! Dieses Giaul. Endlich haben wir dich gefunden. Ein Glück. Ich sag dem Besitzer Bescheid. Bleib du hier bei ihm. Mist, du störst. Ich gehöre zu Team Plasma. Wir bringen selbst heulende Kinder zum Verstummen. Hast du schon von uns gehört? Nein. Im Ernst? Wir sind eine aufrechte Organisation, die vor 2 Jahren die Herrschaft über Einale übernehmen wollte, um alle Pokémon zu befreien. Wie dem auch sei, Dummköpfe wie du werden uns niemals verstehen. Aber davon mal abgesehen, ich bin diesem Terrybug gefolgt und habe mich hier total verlaufen. Und dann findet mich ausgerechnet ein Kind. Das ist alles deine Schuld. Nimm das! Ich hätte jetzt gedacht, er lässt kämpfen jetzt. Und... Riolu rasiert alle. Nein, was kriege ich? Frustration. Da bin ich auch ein bisschen frustriert, Mensch. Okay, ich werde diese Gelegenheit für einen Rückzug nutzen. Ich verstehe diese Leute von Team Plasma nicht. Oh, Terrybug, was ist denn nur passiert? Dass du ganz allein bis hier hingelaufen bist. Jedenfalls bin ich euch beiden sehr dankbar für eure Hilfe. Du bist ja ganz schön... du bist ja ganz schön unbekümmert. Dein Pokémon hätte für immer verloren sein können. Pass gefälligst besser darauf auf. Uff. Der Rivale hat aber irgendwelche Probleme, wirklich. Was ist ihm denn zugestoßen, dass er sich so aufregt, wenn ein Pokémon verschwindet? Komm, Terrybug, die anderen warten auf uns. Lass uns nach Hause gehen. Schade, und ich hätte mich jetzt auf den Trainerkampf gefreut. Aber wir dürfen ja hier wieder durchs Gras laufen. Ja, so. Und kein Pokémon, super. Null Pokémon. Du heilst mich, ne? Oder du? Ach, wir müssen einmal rein und wieder raus. Ja, Lauro, stimmt. Lauro wartet ja noch auf uns. Aber erstmal will ich mal... So. Danke, das wollte ich nämlich. Bleibt nämlich noch ein bisschen hier. Riolu kriegt ja hier sehr gut... Riolu kriegt ja hier sehr gut XP. Deswegen würde ich mal vorschlagen, dass wir hier noch hier bleiben. Und so ein paar... Minütchen trainieren. Wie zum Beispiel gegen dieses Nagelotz. Level 5. So. Was haben wir denn so zur Auswahl? Ich würde mal erstmal... Ja, komm. Jetzt funktioniert. Jetzt wird es funktionieren. Boom. Und dann noch ein Ruckzuck-Keep hinterher. Guck mal, so lässt sich's trainieren. So lässt sich's trainieren. Bam, Level 8. So einfach geht das. Ne? Also wenn wir so weitermachen, dann kann es schon mal was werden. Außer die Pokémon setzen natürlich nicht so Attacken wie Tackle und so an. Das beim Voltilam ist es jetzt ein bisschen anders. Ne? Da ist es jetzt so, es kann eine Elektroattacke. Ne? Es kann nur Heuler und Donnerwelle. Ich meine, müsste es nicht auch Tackle können? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, guck mal. Oh, es kann Tackle. Ich spreche es an. Es kann's auf einmal. Sei shiny. Na gut, das Glück wie beim letzten Mal hatten wir jetzt nur nicht. Das ist leider schade. Ich kann mich ja daran erinnern, was für ein scheiß Glück wir hier so hatten. Außer mit Riolu natürlich. Am Ende musste ich ja dann so ein bisschen länger ja sogar machen. Wenn es ja nicht funktioniert hat. Ja. So. Dann wollen wir mal weitermachen.
Inton. Also irgendwann warte ich auch noch drauf, dass es dann... Ja, machen wir mal Konter. Ich glaube, wir sind zu schnell. Nee, passt. Passt. Wie viel haut denn jetzt hier der Konter rein? Nicht so viel, ne? Setzen wir einmal einen Ruckzuck-Keep ein. Ja. Ente setzt Rutenschlag ein. Inton. So, machen wir nochmal. So. Das passt doch. Nice. Das geht. Das geht. So. Ist aber auch schon ein bisschen warm geworden. Ich merke es ja jetzt ja halt auch, ne? Also, gut, jetzt so während des Streams das Fenster offen zu haben. Naja, aber mal gucken. So, dann will ich nochmal probieren. Komm, setz du. Ah, war ja klar. Das war ja klar. Das war ja sowas von klar. So. Dann machen wir mal Ruckzuck-Keepen. Jetzt macht es wahrscheinlich Tackle. Aber wenn ich jetzt nochmal Konter machen möchte, das macht nochmal Heuler. Ja, guck mal, und so schnell schon Level 9. Ja. Aber wir kriegen das hin. Ah, jetzt knallt der Heuler wieder rein, ne? Jetzt knallt der Heuler wieder rein. Wir machen nochmal Ruckzuck-Keep. Gut, dass diese Schwächung des Angriffs nur für den Kampf gilt. Ja, Level 9. So. Ah, wir bleiben noch hier. Level 10 und dann gehen wir zu Lauro zurück. So. Wieder ein Yorkleff. Ich glaube, höher als Level 5 kriegen wir die hier nicht. Ja. So, komm, mach Tackle. Oh. Ja, das hat mal wieder hervorragend funktioniert. Nämlich gar nicht. Machen wir Ruckzuck-Keep. Kavumski. Wow, 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 wow. Jetzt bitte, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Was? Nein. Nein. Mano. Das ist scheiße. Das ist echt scheiße. Das ist echt scheiße. Gehe ich ganz offen ehrlich zu. Dann nochmal. Aber es ist halt immer so ein Risiko, ne? Wenn es jetzt als erstes Heuler macht oder was anderes, dann ist es halt Mist. So. Nochmal das Klefferchen. Dann machen wir zumindest mal Ausdauer. Ausdauer bringt es nur, wenn es eine sehr effektive Attacke macht, ne? Oh. Das war jetzt Silberblick, ne? So. Verteidigung sinkt. Oh, macht schon wieder Silberblick, ne? Ja, deswegen, ne? Die Verteidigung ist direkt sofort im Keller. Ne? Ja, greifen wir direkt mit Ruckzuck-Keep an. Das hat auch jetzt keinen Sinn hier. Das hat auch jetzt keinen Sinn. Oh Mann. So, komm, Ruckzuck-Keep, bam. Jetzt werden mit einem Tackle weg. Ne, Gott sei Dank, ich wollte schon sagen. So. Und weg ist es. 24 XP ist jetzt nicht viel, aber ich mache hier nur noch hier bis Level 10. Oder sogar na, weiter. Ich weiß es nicht. Inton. Würde sich ein Kratzer lohnen. Jetzt hoffe ich mal nur nicht, dass es schief gehen könnte. Wenn es wieder schief geht, dann. Oh. Deswegen, ich mag Konter nicht. Ne, wenn ich jetzt nochmal mache, macht es wahrscheinlich wieder nass mache. Jetzt macht es Kratzer. Jetzt muss ich hoffen, dass es überlebt. Ja. Problem ist halt, es ist nicht viel. Aber ich gebe mal einen Trank. So, das hat 28. Weißt du, die 8 erkenne ich überhaupt nicht. In dem Screen. Die erkennt ihr wahrscheinlich auch nicht, ne? Soll halt eine 8 sein, ne? Der 0 sieht halt dann auch wahrscheinlich anders aus. Als KP. Komm. Es muss direkt beim ersten Mal immer funktionieren. Aber mir wäre auch lieber, wenn Inton kommen würde, anstatt ein Yorkleff. Nagelotz wäre auch nicht schlecht. Voltilam ja auch. Ja. Oh, Yorkleff. Level 4. Dann will ich jetzt mal direkt hoffen, dass es direkt Tackle einsetzt. Alter. Oh, nervt mich das mit. Ihr seht schon, ich habe mit dieser Attacke keine Geduld. Ha, sollst du vielleicht mal Geduld beibringen? Naja. Das hat bisher jetzt nicht einmal Silberblick, also einmal Silberblick nur gemacht. So. Ja.
Da-da-dam, dam-dam, da-da-dam. Jawollo. So. Nee, rausgehen wollte ich nicht. Ich wollte noch nicht raus. War ich einen Schritt zu weit, ne? Ist auch nicht so fein, wenn es so ist. So. Yorkleff wieder. Level 7. Alter, das ist, glaube ich, bisher das stärkste Yorkleff, was ich hier gesehen habe, ne? So, komm, mach direkt Tackle. Oh. Mach direkt Tackle. Also macht's jetzt beim zweiten Mal gleich Silberblick, wechsle ich. Weil ich will nicht... Oh, ich wechsle. Weil ich glaube, bei zweimal ist jetzt weg, wenn es zweimal Tackle macht. Nee. So, ich wechsle jetzt das Pokémon aus. Guck mal, Yorkleff trägt was. Mein Yorkleff trägt was. So, komm. Dusselgo übernimmt. So. Weil der Tackle wäre wahrscheinlich ziemlich in die Hose gegangen. Für Riolu. Also da reagiere ich lieber, weil Riolu soll auch ihr XP bekommen. Ne? So, dann würde ich nochmal einen Windstoß machen. Aber ich sehe, wir brauchen noch ein bisschen Training. Ne? Ein bisschen vielleicht noch. Bin ich mir halt auch noch nicht so sicher. So Level 13, 14 für den Orden. Ne? Erster Orden steht ja jetzt schon langsam an. So, Riolu Level 10. Das wollte ich. So. Nehmen wir erstmal ein Supertrank. Guck mal. Ne? Die bessere Version des Tranks. Wie wir alle wissen. Ne? Alle wissen und schätzen. So, ich werde nie zu diesem Item kommen, das weiß ich jetzt schon. So. Oh, wie es aussieht, konntest du deinem Freund die Karte überreichen. Hm. Du und dein Team, ihr wart nur eine Weile weg, dennoch seid ihr gewachsen. Alles klar, vergessen wir das Training. Ich will, dass ihr mir zur Hand gebt. Ihh. Was will er von mir? Die Items? Ja, Items! X-Tempo. Das verkaufen. Stimmt, kann ich verkaufen, ne? Oh. Oh, Lauro, mit diesem Trainer sollen wir trainieren? Echt jetzt? Der sieht aber ziemlich stark aus. Das stimmt, dieser Trainer ist sehr stark. Aber man kann auch aus Niederlagen viel lernen. Und die wichtigste Lektion ist, dass man bei Pokémon-Kämpfen vor allem Spaß haben muss. Also, Wadi, bitte tritt gegen die beiden an. Also, ich zeige dir jetzt, wie cool mein Pokémon ist. Bin ich mal gespannt, was für ein cooles Pokémon du hast, mein Freund. Gregor. Das hast du. Hab ich gerade nicht gesehen. Ein Grillmack. Oder wenn man sagen würde, Scheißkopf. Guck mal, die Frisur sieht doch aus wie ein Kackhaufen, oder nicht? So, komm, mach irgendwie eine Attacke, komm. Ja, Kratzer, nice. Zieh auch ordentlich ab, 6 KP, komm. Ja. Man ruckzuckieb. Setz nochmal Kratzer ein. Ich würde dann nochmal auf Konter gehen. Schlecker könnte mehr abziehen. Ah, das sieht nicht so gut aus. Vielleicht muss ich nochmal Ruckzuckieb machen. Ja, Tatsache. Dann machen wir nochmal Ruckzuckieb. Und Grillmark besiegt. Ein Level Unterschied nur, ne? Und beim nächsten sind es wahrscheinlich auch wieder nur ein Level Unterschied. Aber es ist gut so. Das war ein echt großartiger Kampf. Ihr könnt beide stolz auf euch sein. So, weiter im Text. Jawohl! Aber erlaube mir zunächst einmal, dein Team aufzufrischen, Wadi. Was anderes hätte ich auch nicht erwartet. Mädchen. Bei einem Kampf, beim Pokémon-Kampf sind die Wechselwirkungen zwischen den Typen ein entscheidender Faktor. So sieht's aus. Was anderes hätte ich nicht erwartet. Gitte. Gitte Henning? Henning? Was? Oh. Das ist ein Vegimark. Hat keinen Kackhaufen auf dem Kopf. Das sieht halt aus wie ein Busch. So. Na, ah, da ging's in die Hose. Klar, natürlich. Sofort Silberblick. Ja, Konter ist viel geschlagen. So, ich setze mal Ruckzuckieb ein. Ja. Paralyse dazu. Ja, das vergesse ich immer wieder. Schlecker sorgt nämlich auch dafür, dass man paralysiert wird. Ja, Konter hat wieder nichts gebracht. Komm, einmal noch Konter. Ja, ist jetzt Kratzer ein. Bitte jetzt keine Paralyse. Bitte keine Paralyse. Danke. Jawoll!
Siehst du, und das ist halt das Besondere an Konter. Mal geht es nicht, mal geht es schon. Offenlegung. Was ist das? Ziele, die Schutzschild oder Scanner verwendet werden, getroffen. Entfernt Effekt dieser Attacke. Oh, hat sogar eine Stärke von 30. Ja, beibringen. Sofort. Machen wir Gesichter weg. Ich hoffe, die geht aber auch ohne. Jo, schon bald Level 12. Guck mal, wir sind schon mit dem Training mit Riolu so gut wie fertig. Warte, die gewinnt 180 Poké-Dollar. Also, das war mal ein wirklich erquickender Kampf. Man könnte richtig sehen, wie viel Spaß alle beteiligten Pokémon dabei hatten. Was sagst du, Vardy? Die Typen der Pokémon sind ein wichtiger Faktor beim Pokémon-Kampf, nicht wahr? Wasser ist stark gegen Feuer, Feuer ist stark gegen Pflanze und Pflanze ist stark gegen Wasser. Aber die Wechselwirkungen der einzelnen Typen untereinander sind beim Kampf natürlich nicht an alles, vergiss das nicht. Aber jetzt kommt überhaupt erst das Tollste. Stimmt der Typ einer Attacke mit dem des Anwenders überein, erhöht sich dabei die Attacke des Angriffs. Die Stärke des Angriffs, aber ich lese auch manchmal was anderes. Dann wollen wir mal dein tapfernes Pokémon-Team wieder aufpäppeln. Riolu, du hast für deinen Trainer Vardy wirklich alles gegeben. Ja. Pokémon und Menschen zu treffen, die man sonst nie getroffen hätte, das ist einer der Vorzüge einer Reise. So. Ja. Mehr ist damit auch nicht zu sagen, also... Oh, wer ist das? Wer war das nochmal? Ich weiß, wir kennen uns nicht, aber ich habe hier etwas für dich. Keine Widerrede, nimm einfach. Drogen? Ein Koffer mit Drogen? Vardy erhält Medaillenbox. Das ist eine Medaillenbox. Und ich bin Dr. Med... Oh, es tut gerade so innerlich so weh. Dr. Medaille! Dr. Med tut alles weh. Hast du zufälligerweise schon einmal von der sogenannten Medaillenjagd gehört? Nö. Ach, und wenn, selbst wenn, ich erkläre es trotzdem, was es damit auf sich hat. Bei der Medaillenjagd werden deine Fortschritte als Trainer vom Medaillenamt bewertet. Hier hast du gleich ein paar Medaillen sozusagen als Willkommensgeschenk. Okay. Erste Schritte. Und diese Tippmedaillen werden dir bei deiner Medaillenjagd eine sehr große Hilfe sein. Vardy erhält 5 Tippmedaillen. Noch eine Information am Rande. Wenn du die Voraussetzung für eine Medaille erfüllt hast, kannst du dir diese bei mir im Pokémon Center abholen. Nimm zunächst am besten erstmal deine Medaillenbox zur Hand und schau, was sich so darin befindet. Och, hat was mit Drogen zu tun. Vardy. Man hat mir mitgeteilt, dass der Leiter der neuen Pokémon-Arena von Aventura City endlich angetroffen ist. Schau doch mal dort vorbei und überzeuge dich davon, wie stark du geworden bist. Beim letzten Mal ging es ziemlich in die Hose, würde ich mal einfach mal sagen. Oh, Yorklef trägt was. Ja, das konnten wir vorhin ja nicht runternehmen. Wieder ein Supertrank. Also, Yorklef ist ja wirklich gut drauf. Ja, würde ich mal sagen. Wir können uns ja mal diese Medaillenbox mal angucken. Wo haben wir sie denn? Wir haben die hier bei den festen Items. Da haben wir das Medaillenbox. Ne? Funktion der Medaillenbox. Bewege den Cursor auf eine beliebige Medaille und drücke den A-Knopf oder berühre das Kästchen rechts daneben, um sie als Stolzmedaille einzustellen. Ja, Kommunikationsdingens und so weiter, ja. Ne? Wenn wir das so machen... Ne, haben wir jetzt schon gekriegt. Hier, 4.5. Erworben am 4.5. Weg ist das Ziel. Ne? Kriegen wir alles hin. So. Okay, dann würde ich mal sagen, dass daher, dass Riolu kurz vor Level 12 steht, würde ich dennoch mal ganz kurz dann die Vortrainer machen und vielleicht dennoch probieren, gegen den ersten Orden zu kämpfen. Das habe ich ja beim letzten Mal, wo wir den ersten Versuch ja hatten, für die es nicht mitbekommen haben, ich musste hier von neu anfangen, weil Speicherstand verloren ging. Ne? So. Da bist du ja endlich, Vardy. Du lässt auch nichts anbringen, was? Hier hast du eine neue Medaille. Kampfschüler. Versuche nun, die Anzahl deiner Medaillen auf 50 zu erhöhen. Häng dich rein. So. Wir gehen jetzt erstmal nochmal... Nein, nicht kaufen. Ich wollte nicht kaufen. Ich wollte verkaufen. Wir haben ja hier noch so ein bisschen... Hier, X-Angriff. Und X-Tempo benutze ich nicht. Also verkaufe ich's. Wie viel habe ich denn jetzt an Poké-Dollar?
3209. Ah, ich habe Supertränke, das geht auch noch. Zwei Supertränke, also gut, und zwei Hyperheiler, also das ist schon mal was. So, dann wollen wir mal. Buddy. Der kann mir auch nicht in Ruhe lassen, ne? Entschuldige bitte, ich habe vergessen, eine wichtige Sache zu erwähnen. Nimm zunächst einmal das hier an dich. Siegelbeeren. Ich habe dir gerade ein paar sogenannte Siegelbeeren gegeben. Gib sie deinen Pokémon zu essen und regeneriere so ihre KP. Aber du kannst deine Pokémon die Beeren auch tragen lassen. Dann essen sie selbstständig eine Beere, wenn sie im Kampf Schaden erlitten haben, um so ein paar KP mehr zu generieren. Nun gut. Vorhin habe ich dich ja angewiesen, den Arenaleiter von Aventura City herauszufordern. Aber das ist ein sehr starker Trainer. Doch verzage nicht. Wenn du dir bewusst machst, wo die Stärken deiner Pokémon liegen und das, was du als Trainer zu tun hast, dann sag, dann ist der Sieg so gut wie dein. Und dann misst du dich immer mit stärkeren Trainern, ja genau. Fordere die Arenaleiter aller Städte heraus. Arbeite mit deinen Pokémon zusammen und wachse als Trainer daran. Und je stärker ihr werdet, desto weiter wird euer Horizont. Noch was? Scheint nicht. So. Müsste, glaube ich, 3 oder 4 Siegelbeeren bekommen haben. 5 Siegelbeeren, guck mal, da passt das ja. Wir haben 4 Pokémon im Team. Geben. Ich weiß, Riolu wird das erste Pokémon sein, was schon seine Siegelbeere verballern wird. Weil wir ja gleich gegen den Arenaleiter kämpfen, beziehungsweise zumindest gegen seine Vortrainer. Ja, ich meine ja, Pokémon sind da Level 13 oder was war's? Ja, irgendwie sowas. So. Guck mal, ohne... Auch nicht schlecht. So. Und zack, sind wir wieder in Aventura City. Diesmal schneefrei. Waren lange weg, ne? Waren lange weg. So. Das heißt, hier gehen wir auch nochmal ins Pokémon Center für den Fall der Fälle. Damit wir nicht abnippeln oder sowas. Ne? So. Und ich hoffe, ich komme bald wieder. Natürlich komme ich bald wieder. So, dann wollen wir mal in Richtung... Ich weiß nicht, gehen wir noch mal kurz zurück nach Hause. Ist ja unsere Startstadt. Ne, zum ersten Mal überhaupt, dass ja eine Stadt, wo man das Abenteuer startet, ne, dass es dort eine Arena gibt. Und ein Pokémon-Center vor allem. Willkommen zurück daheim. Na, wie geht's deinem Pokémon-Team? Warum musst du dich nicht eine Weile aus? Immer nur harte Arbeit strengt doch an. Oh. Kann bei Mami Pokémon heilen. Gut. Was sagt Belle? Ich habe mich eben mit deiner Mama unterhalten. Sie hat mir eine unglaubliche Geschichte über Professor Esche erzählt. Ja. Schön für sie. Ist mir doch jetzt wieder ein bisschen zu laut, ne? Ich hab's mal wieder irgendwie mit Dingen. Zuerst hat Mann, ich mach jetzt 64. Mal, das geht auch nicht, ne? Ist doch ein bisschen zu laut. Weißt du was, dann machen wir jetzt 59 und gut ist. So bleibt das jetzt. So bleibt es jetzt und wird nicht geändert. Ne? So, dann gehen wir mal rein in die Arena. Sieht natürlich nicht wie eine Arena aus, das ist klar. Ich habe Lauro aus Dausing gebeten, hier zu unterrichten, aber er hat abgelehnt. Er sagt, es sei Zeit, den jüngeren Leuten das Feld zu überlassen. Okay. Kann ich anklicken? Keine Ahnung, was das ist. Verwendest du eigentlich während deiner Pokémon-Kämpfe eigentlich Items? Hier, probier mal das aus. Habe ich nicht 2 von dem Scheiß verkauft? X-Abwehr erhöht die Verteidigung des Pokémon, auf das du es angewendet hast. Ein Trainer muss sich gut überlegen, ob er während eines Kampfes eine Attacke oder doch besser ein Item einsetzt. Ja. Du gibst deinem Pokémon doch bestimmt Items zum Tragen. Aber wie es aussieht, können Pokémon mit von Menschen hergestellten Items, wie zum Beispiel Tränken, nichts anfangen. Das geht zum Beispiel nicht. So, hier ist die Arena. Pokémon vom Typ Normal sind ziemlich anfällig gegenüber Kampf-Pokémon. Aber in dieser Gegend gibt es nur auf dem Dowsinghof ein Kampf-Pokémon, Riolu. Und ich hab's! Ich rasier den zur Westfalen! Entschuldigung. Ja, natürlich werde ich den platt machen. Fertig machen, wie man so schön sagt. Wenn du mit einem Pokémon vom Typ Feuer, Wasser oder Pflanze kämpfst, kommt es nur darauf an, welches Pokémon stärker ist. Ich bin ja gerade so ein bisschen am Jonglieren mit meinen Schuhen, mit meinen Hausschuhen. Das ist ein bisschen scheiße gerade, hallo.
Geht doch. So. Okay, dann gehen wir mal... Hallo? Wer sind Sie? Wer Sie sind? Man kann die Entwicklung eines Pokémon auch unterbinden. Ich lese dir mal aus dem Lehrbuch vor. Sobald die Evolution des Pokémon einsetzt, kann man es mit dem B-Knopf so sehr erschrecken, dass es mit einer Entwicklung gestoppt wird. Machst du so... Buh! Und... Hey! So. Oh. Hallo. Ich helfe allen Trainern weiter, die sich in der Arena beweisen wollen. Mein Name ist Guido. Hi Guido. Vielen Dank, dass du dich in der Arena, dass du in der Arena antrittst. Hier für dich. Prost. Eine Pokémon-Arena ist eine Einrichtung, die dazu dient, die Stärke eines Trainers zu bestimmen. Einfacher gesagt, wer einen Arenaleiter besiegt, muss ein starker Trainer sein. Ein Pokémon-Kampf verliert man, wenn man keine kampffähigen Pokémon mehr auf seiner Seite hat. Von daher ist es von Vorteil, viele Pokémon dabei zu haben. Ja. So. Ah, ein Herausforderer. Willkommen in der Pokémon-Arena von Aventura City. Ich bin Sheeran, der Arenaleiter hier. Nun ja, ich bin gewissermaßen in den Job hineingerutscht. Wie dem auch sei, du musst natürlich einer Arena entsprechend begrüßt werden. Wir haben einen Herausforderer. Nehmt eure Position ein, ihr beiden. Wenn du die beiden besiegen solltest, darfst du gegen mich antreten. Ja, die werden wir jetzt auch besiegen. Sheeran erkannte mein Potenzial und hat mich zu einem Trainer in seiner Arena gemacht. Ich weiß nicht, ob dieser Gang jetzt so sinnvoll war oder nicht. Ich weiß es nicht. Herr Christian, was hat er? Nagelot. Oh, ich hoffe, es funktioniert mit Contra. So könnte auch Riolu stärker werden. Level 9. Ja, wenn wir mal schauen. 2 Level Abstand. Das könnte funktionieren. Und Konter haut, ja, so einigermaßen gut rein. Rest mache ich mit Ruckzuck-Keep. Und ging auch schnell. Boom, Level 12 für Riolu. Damit ist Riolu mit den anderen Pokémon gleich. Ich bleibe aber bei Yorklef, weil jetzt will ich, dass Riolu auch gegen Yorklef gut übersteht. Konter. Ja, Tackle. Haut ordentlich rein, der Tackle, ne? So, das gleiche auch nochmal hier. Hier werde ich wahrscheinlich... Zweimal ruckzuck. Oh, nee, okay, gut, dann nicht. Riolu ist on fire. Riolu ist on fire. Aber ich gebe ihm trotzdem jetzt einen Trank. Und wenn du jetzt noch das Mädchen besiegst, kannst du den Arenaleiter herausfordern. Das will ich auch hoffen. So. 6 Tränke haben wir noch. Ich wollte gerade sagen, meine Pokémon tragen was. Ja, tragen alle Sinelbeeren. Was denn sonst? So. Ja, hallo. Ich zeige dir jetzt mal, was Sheeran mir beigebracht hat. Nichts. Wenn es so wäre. Rosi. Oh, Yorklef. Direkt zu Beginn ein Yorklef. Wahrscheinlich jetzt die beiden Pokémon nur, ne? Wollen wir mal sehen. So. Riolu. Komm, Tackle, 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 Tackle. Ja, Tackle. Guck mal, 9 KP. Oh, da haut's schon ordentlich rein. Also wenn wir das so im Arena-Kampf hinkriegen... Oha. Guck mal. Wenn wir es so im Arena-Kampf hinkriegen, schaffen wir es. Dann ist die Schmach vom letzten Mal wett. So, ich werde aber jetzt mal Otaro einsetzen. Weil Starter soll ja auch ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen. Ne? Dafür habe ich ihn ja bekommen. So. Das sind jetzt 3 Level Abstand. Ich würde mal sagen, Aquaknarre ins Gesicht. Oh, nicht gut. Fußgängerin in Detmold angefahren, lese ich gerade via Radio Lippe. Eieieiei. Guck mal, das Nagelotz haut auch schon ordentlich rein. Setzen wir mal Tackle ein. Kavumski. Und weg ist es, Ski. Jawolski. So, das heißt, die beiden haben wir besiegt. Heißt... können zu Sheeran, zum Arenaleiter. Ich werde aber einen Fehler wettmachen, den ich beim letzten Mal nämlich gemacht habe. Und das ist nämlich nicht davor, also ich habe davor nämlich nicht gespeichert. Wir sind einfach rangegangen. Ich würde hier speichern, zur Sicherheit. Das heißt, dass ich da nicht irgendwie Geld verliere oder so, wenn es wirklich schlecht ist, dann kann ich einfach ausmachen und wieder einschalten. Ne? Also,
wäre für mich viel besser. Wenn ich ganz ehrlich bin. So. Dann wollen wir mal. Genau wie es für dich der erste Kampf als Arena-Herausforderer ist, ist es mein erster Kampf als Arena-Leiter. Geben wir beide unser Bestes, damit wir später stolz auf unseren Kampf sind. Erster Orden! Oh mein Gott. Erster Orden, liebe Freunde. Le erste Orden! Und da kommt Nagellotz. Geht schon direkt los mit der Mucke, ne? So, Nagellotz, Level 11. Machen wir natürlich das. Ah, war ja klar. Kraftschub bedeutet aber auch, es wird jetzt etwas stärker. Ne? Das könnte jetzt natürlich Riolu zum Verhängnis werden. Scheiße, wir müssen angreifen, wir müssen angreifen, weil sonst wird's nichts. Wir müssen angreifen. Ich verlasse mich zu sehr auf Konter. Das ist dumm. Alter, ich glaube, das ist schon gleich vorbei, ne? Komm, ruckzuckieb. Alter, ich wette, ein Tackle und weg ist Riolu. Spezialangriff steigt. Oh nein, Tackle. Wetten? Siehste? Wäre noch ein Kraftschub gekommen, dann wäre vorbei gewesen. Ich glaube jetzt, ja, das war's. Riolu ist weg. Ja, ich habe mich zu sehr auf Konter verlassen. Deswegen werde ich nächste Kampfattacke von Konter weggemacht. Ich habe die Schnauze voll von Konter. So, Donnerschock. Ja, natürlich, ein Trank, selbstverständlich. Jetzt paralysiere ich dich erstmal, du Ömmelding. Zweimal darf ich angreifen. Das ist ja schön. Weg bist du. So. Wir bleiben dabei. Alter. Letzter. Oh, Level 13. Oh, oh, oh. Jetzt fängt er auch an mit Kraftschub. Ich glaub's nicht. Ich glaube, hier dran wird es jetzt scheitern. So, komm. Donnerwelle. So. Genau. Eventuell paralysiert. Ja, ich habe da ein schlechtes Omen, würde ich mal sagen. Es wird weiter Kraftschub gehen. Das wird definitiv weiter Kraftschub gehen. Alter, mir ist die Musik auch wirklich wieder viel zu laut. Ne? Ich mache jetzt auf 55, nicht 39. Ich mache jetzt 55, ist mein letztes Angebot. Nochmal Donnerschock. Oh mein Gott. Wetten, Tackle ein, Tackle weg. War so. Wisst ihr, alle meine Pokémon setzen jetzt ihre Beeren ein. Das Problem ist, ich setze einen Trank ein, ist mir jetzt scheißegal. Dusselgur und Otaro sind Geheimwaffen. Bringt sowas von gar nichts. Ich hasse Kraftschub. Ich hasse Kraftschub. Wenn es jetzt schneller als mein Otaro ist, ne, dann verflucht seist du, Yorklef, dann lasse ich das, was ich hier habe, frei. So. Diesmal mit einer anderen Strategie rangegangen und Otaro verdient Level 13. Oh mein Gott. Energiefokus. Am Arsch mit Energiefokus. Keine Lust drauf. So. Eieiei. Knapp, ne? Knapp. Es erfreut mich, dass du mein erster Herausforderer warst. Dieses Fazit ziehe ich aus unserem großartigen Kampf. Das hier überreiche ich dir als Anerkennung deiner Stärke und das deines Pokémon-Teams. Oh, der Grundorden! Orden Nummer 1! Wir sind jetzt wieder eingeblendet. Orden Nummer 1 ist jetzt wieder zu sehen. Bravo, der Grundorden ist dein erster Arena-Orden. Ein denkwürdiger Moment. Besitzt du einen Orden, befolgen auch im Tausch erhaltene Pokémon bis Level 20 deine Befehle. Und das ist ebenfalls für dich. Kraftschub, was wir sofort verkaufen werden. Nein, kleiner Scherz.
War die verstautes Item in der TMVM-Tasche. Mit der TM83 kannst du deinem Pokémon Kraftschub beibringen. Setzt du Kraftschub im Kampf ein, werden dein Angriff und dein Spezialangriff stärker. Technische Maschinen kannst du übrigens beliebig oft einsetzen. Ach ja, stimmt, die kann ich nicht verkaufen. In deiner Region gibt es 8 Pokémon-Arenen und folglich auch 8 Arena-Orden. Wer als Pokémon-Trainer etwas auf sich hält, der muss sie alle haben. Und nebenbei füllst du auch so noch die Seiten deines Pokédex. Ja, auch ich reiste vor 2 Jahren durch die Lande, zusammen mit meinen Freunden und dem Pokédex in der Hand. Ist schon ziemlich interessant, ne? Wenn man sowas hört. So, ich mach's jetzt doch mal wieder. Oh Gott. Ich muss mal auf 60. So. Gut. Damit haben wir Orden Nummer 1 in der Tasche. Was ich sehr gut finde. Und es hätte auch ein bisschen anders enden können, ne? Aber trotzdem für Riolu und Voltilam schaut es nicht gut aus. So, Bell ist doch da. Und wie war es denn so? Den Kampf gegen den Arenaleiter, meine ich. Oh, das ist doch der Grundorden. Das ist ja unglaublich. Dabei haben du und dein Pokémon deine Reise erst eben begonnen. Vor einer Woche. Als Trainer hast du offensichtlich gehörig Potenzial. Dann bekommst du jetzt das hier von mir, die TM-Rückkehr. Noch eine TM. Bringen wir mal gleich dann mal Riolu bei. Beherrscht ein Pokémon Rückkehr, wird diese Attacke stärker, je mehr es sein Trainer mag. Also dieser Sheeran. Bell! Na, wie geht's? Wir haben uns 2 Jahre nicht mehr gesehen, was? Boah! Ist irgendwas passiert? Ich dachte, es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn ich mich in deinen Visucaster eintrage. Jetzt kannst du mich immer von deinem Visucaster anrufen. Mich auch. Und ich habe auch noch Professor Escher eingespeichert. Wer wohl da jetzt anruft? Hallihallo, ich bin's, Professor Esche. Ich habe von Bell gehört, dass du den Pokédex an dich genommen hast. Das ist wirklich großartig, echt klasse. Dank dir wird sich unsere Beziehung zu den Pokémon noch weiter verbessern. Es ist wirklich wahnsinnig interessant hier, Professor Esche. Hier gibt es nämlich jede Menge Pokémon, auf die wir vor 2 Jahren noch nicht gestoßen sind. Vielen Dank, Bell, dass du diese Erledigung für mich übernimmst, obwohl es ein weiter Weg ist. Und wie läuft's bei dir so, Chiron, so als frisch gebackener Arenaleiter? Schön, dass wir uns einmal wieder sprechen, Professor Esche. Sie sprühen ja förmlich vor Energie. Wie es mir als Arenaleiter so geht, ist schon ganz schön hart, wenn ich wenigstens meine gewohnten Partner an meiner Seite hätte. Du schaffst das schon, Sheeran. Auch wenn dir schwere Kämpfe bevorstehen, denk einfach daran, dass du damit die Beziehung zu deinem Pokémon vertiefst und auf diese Weise ein immer besserer Arenaleiter wirst. Keine Sorge, alles wird gut. Auch wenn Sheeran erst kürzlich zum Arenaleiter aufgestiegen ist, ich gerade Anwärterin auf eine Pokémon-Professor bin und weil erst vor kurzem ein Trainer geworden ist, wir alle haben trotzdem immer unsere Pokémon an unserer Seite. Das hast du schön gesagt, Bell. Unsere Welt ist eine Welt, in der wir zusammen mit den Pokémon leben. Vergiss das niemals. Was ihr auch tut, wovon ihr auch träumt, denkt immer daran, dass eure Pokémon immer bei euch sind. Das gilt besonders für dich, Wadi. Dein Pokédex mag wichtig sein. Doch an erster Stelle sollte der Spaß stehen, den du auf deiner gemeinsamen Reise mit den Pokémon hast. Hey, Wadi, Professor Esche ist schon cool, oder? Ja. Wenn du sie auf dem Visucaster anrufst, bewertet sie deine Vollständigkeit deiner Pokédex-Einträge oder verrät dir alles Wissenswerte über die Entwicklung von Pokémon. Uns kannst du natürlich auch anrufen. Ich verrate dir, wie sehr dich deine Pokémon mögen. Genau. Ich kläre dich über die Fähigkeiten der Pokémon und über die Wechselwirkungen zwischen den Typen auf. Oh, kommt Rivale. Bist du der Arenaleiter? Dann lass uns gleich kämpfen. Du siehst mir nach einem recht starken Trainer aus. Alles klar. Komm zu mir in die Arena. Die meinen, ich gewinne auf jeden Fall! Ein Arenaleiter hat es wohl echt nicht leicht. Ich habe es jetzt so eingerichtet, dass du ab jetzt das Seagear verwenden kannst. Mit Hilfe des Seagears kannst du zum Beispiel per Draht... Ja. Brauchen wir nicht. Kriegen wir eh nicht hin, weil das ist abgeschaltet worden. Und naja, so sieht das dann halt aus. Ihr seht dann halt auch hier unten die Uhr, ne, wie spät es jetzt ist und so weiter. Deswegen, das brauchen wir eigentlich nicht. So, es gibt noch eine Arena in Wadripo City. Wadripo City liegt etwas hinter Dowsing. Ja, werden wir gleich mal machen. Jetzt erstmal ein bisschen Heiling Time.
damit wir auch so ein bisschen unsere Pokémon wieder fit machen können. Und dann mal schauen, ob Yorklef überhaupt was getragen hat. Da habe ich nämlich jetzt nicht drauf geachtet. Aber wir werden gleich auch noch Riolu Rückkehr beibringen. Denn, wie ich ja beim letzten Mal schon, wo ne, die ganze Chose und so weiter, entwickelt sich Riolu nur tagsüber zu Lucario. Ja, bevor ja hier Rechner und so und Datensicherung nicht gemacht, hatte ich ja das Problem, dass dass ich die Uhr umgestellt habe, damit ich auch tagsüber spielen kann. Ich werde es aber mal irgendwie mal auch einrichten, dass ich vielleicht mal auch mal abends einfach, vormittags mal irgendwie streame oder mittags zumindest, ne, was ja auch ziemlich interessant wäre. Also, warum auch nicht, was spielt denn sie da? Fortnite aus, oh Gott. Warum haben die irgendwie alle wieder so einen Hype auf Fortnite? Ich weiß es nicht. Na? Ich nichts verstehen. Ja? Ich gar nichts verstehen tun. Aber das ist normal. Ja? Das ist normal. Was haben wir denn hier noch so? Ja, ich guck mal gerade mir so ein bisschen um. Ja? Heute im Übrigen ja Star Wars Tag, ne? May the 4th, ne? 4. Mai. Ja, wenn ihr jetzt erhofft hättet, dass ihr hier Star Wars Content kriegt, nein. Pokémon-Content. Es ist ja immer Verschiedenes, aber nicht so verschieden, dass es immer das Gleiche ist. Deswegen gibt es ja zum Beispiel morgen ja Wer wird Millionär? Der Yorklef trägt nichts, aber wem gebe ich die Beere? Ich würde mal sagen, Riolu gebe ich die letzte Sinelbeere. Haben wir noch eine. Ja, da ist sie. Voltilam kriegt man ausnahmsweise mal nichts, aber... wo haben wir Rückkehr? Da haben wir es. Das ist eine physische Attacke. Bringen wir dann mal Riolu. Alle können es halt lernen, aber ich bringe es Riolu erstmal bei. So, dann würde ich mal sagen, wie schaut es denn aus mit Rückkehr? Angriff, dessen Kraft bei Freundschaft zum Trainer größer wird. Mal sagen, ich würde mal Ausdauer mal wegmachen. So, gut. Kraftschub, ja, behalte ich jetzt erstmal, so wie es ist. Ich würde aber trotzdem mal ein, zwei Tränke mal noch kaufen. Guck mal, jetzt steht uns alles zur Verfügung, ne? Ist das nicht heftig? Jetzt steht uns alles zur Verfügung, auch Schutz, ne? Was ich aber alles jetzt irgendwie nicht brauche. Aber wir ziehen jetzt endlich weiter. Ich würde aber an dieser Stelle trotzdem nochmal speichern. Keine Sorge, ich mache noch keinen Feierabend. Nach einer Stunde, bitte. Nachdem wir so einen holprigen Start jetzt hatten, ich nach 5 Tagen nicht streamen. Es hat auch irgendwie ein bisschen gut getan, mal 5 Tage nicht zu streamen, aber ich habe es auch ein bisschen vermisst, weil ich hätte die Kiste jetzt jederzeit anschmeißen können. Habe mich aber ja halt auch um andere Dinge jetzt gekümmert. Und dann war ja noch der Anbieterwechsel, wo ich ja eigentlich damit gerechnet hätte. Vor allem ja durch den Zustand dieses Hauses hier, ne, wegen der Leitungen und alles, dass das alles hier irgendwie so ein bisschen ja, länger dauern wird. Also dass ich ja sogar damit nicht gerechnet hätte, heute zu streamen zu können. Aber es ist doch irgendwie möglich. Hey! Warum sagt sie mal hey? Und nicht hey! Entschuldige bitte. Ich hatte ganz vergessen, den Pokédex aufzurüsten, den ich dir gegeben habe. Ich füge eine Habitatsliste hinzu, eine großartige Funktion. Gib mir mal kurz deinen Pokédex. Der Pokédex von Wadi wurde aufgerüstet. Mit der Habitatsliste kannst du prüfen, welche Pokémon in der Gegend sich befinden. Eine großartige Funktion deines Pokédex. Um sie zu nutzen, öffne deinen Pokédex und berühre auf dem Touchscreen die entsprechende Schaltfläche. Als nächstes wählst du den Ort aus, den du dir ansehen möchtest. Jetzt kannst du alle dort lebenden Pokémon sehen und erfährst auch, welche Pokémon du schon gefangen hast. Willst du meinen Ausführungen noch einmal lauschen? Nein. Verstanden. Ein kleiner Tipp am Rande. Auf deinen Streifzügen ist dir bestimmt schon mal aufgefallen, dass das dunkle, hohe Gras manchmal raschelt. Daran versteckt sich immer ein... Nun ja, das findest du selbst schon heraus. Indem du deinen Pokédex füllst, wirst du Teil einer größeren Welt. Also besuche viele verschiedene Orte und begegne vielen verschiedenen Pokémon. Bis dann! Irgendwie bleibt Bell jetzt hier, ne? Hat man so das Gefühl. So, das heißt, jetzt können wir weiter. Na, hier können wir ja nicht lang, jetzt können wir da nach unten endlich. Und den hier auch mal. Ah, was funkelt denn da entgegen? Aha, du hast also den Grundorden. Aber werde mir gleich nicht übermütig. In der Welt geht es rau zu und ich werde dich jetzt darauf vorbereiten. Lass die Hose an, dicker Mann! Igor. Popovic. So, was hat er? Ein Riolu. Ach, sieh an!
Ich rasiere dich. Mit meinem Riolu. Komm. Haha, genau. Mach Ruckzuckhieb. Yo! Das kriegst du zurück. Einschlag. Komm, Einschlag. Einschlag. Ich liebe dich, Riolu. Ich liebe dich. Level 13 verdient. So. Level 13 verdient. Das war ziemlich arrogant von mir zu meinen. Ja, ja, war arrogant, du! Dicker Mann. Ich muss mich dir geschlagen geben. Mit den richtigen Pokémon an seiner Seite kann auch ein Kind mit einem Erwachsenen mithalten. So ist das nun mal. Toll, die Beere, die es gerade erstmal gekriegt hat, ey. Hallo, Kind? Ich bin der beste Trainer im Wabrudo-Kindergarten. Vielleicht rennt er heulend zu Mami. Warum hat so ein kleines Kind schon Pokémon? Anton! Anton! So, dann wollen wir mal. Machen wir mal Rückkehr. Mal gucken, wie stark das schon ist. Oh, ist schon gut stark. Gut stark ist schon, ne? Diese. So, machen wir mal Konter. Oh, es macht Aquaknarre. Sehr gut. Heißt, Konter ist fehlgeschlagen? Alter! Das gibt's nicht, Ruckzuckhieb. Ja. Rutenschlag. Dann, ne, die Verteidigung sinkt. Ja, Rutenschlag und Silberblick sind da immer so die besten Mittel. Aber es sind 152 XP. War ganz schön naiv. Ja, eigentlich solltest du zu Mami rennen und heulen. Tut er gleich. Mami, mir hat mir. Und Jockleff trägt etwas. Bitte einen Trank. Guck mal. Moment. Item nehmen. Fluchtseil. Wie toll, ein Fluchtseil. So. Buddy, warte. Cheer. Folgt mir, ihr beiden. Du kennst doch das dunkle hohe Gras. Es passiert zwar recht selten, doch ab und zu stößt man dort auf zwei Pokémon gleichzeitig oder ein starkes Verstecktes. Versteckt sich da drin. Nimm dich also in Acht, wenn du dich in solches Gras wagst. Als nächstes versucht ihr euch also in der Arena von Wapydro City. Dann nehmt die hier auch mit. Josef-Bären. Yay, neue Bären. Du auch, Pascal. Gut, dann gebet beide euer Bestes. Falls etwas ist, meldet euch einfach per Visocaster. Chirin kennt sich eben aus. Und er hat auch gegen die Schergen von Team Plasma gekämpft. Mein Entschluss steht fest. Ich will stärker werden als er. Und du? Gib immer alles. Fülle die Seiten deines Pokédexes und unterstütze mich, okay? Jetzt geht er pinkeln. Da können wir ja mal gucken. Was haben wir denn hier so? Oh. Was haben wir? Ein Toxipet. Level 10. Haben wir noch nicht. Komm mal fangen. Ja. Können wir ja vielleicht mal fangen. Ja, oh, Walzer, nicht gut. Ah, nicht sehr effektiv, das ist sehr gut. Das heißt, für uns ist Walzer Schnurzpiep egal. Wir werden einfach nur das Toxipet schwächen und fangen. Schwächen und fangen. Haben ja 5 Pokebälle, das müsste reichen. Mal gucken. Das sehe ich halt auch in letzter Zeit, oder habe ich auch in letzter Zeit sehr häufig in Pokémon Go gesehen. Oh, es bricht aus! Okay. Oh, der Walzer wird immer stärker. Ich würde mal sagen, noch ein Ball, weil ich nur 5 Pokebälle dabei habe. Okay, das war's. Kein Toxipet, weil der Walzer wird gerade wirklich stärker! Level 14 verdient. Jetzt entwickelt es sich. Wo es dunkel ist. So. Ich würde mal sagen, Supertrank wäre jetzt mal vonnöten. Auch wir haben ja noch Tafelwasser, stimmt. Gibt's das auch. So. Pissiff-Barriere bringt nichts, weil das halt ja gegen. Es halt ja Vergiftung. Aber wir haben ja ein Toxipad gesehen, das kann ja auch alles bedeuten. Auch Voltilam kriegt eins. Ich würde mal sagen, Riolu mache ich noch bis Level 15, 16. Und dann ist Otaro dran. Stimmt, ich wollte zum Item.
ein Superball. Ja. Da haben wir also ein Toxipad gehabt. Nächstes Kleinkind. Schau mal, das ist mein super tolles Pokémon. Jetzt kommt's. Taubsi Level 2. Helene. Helena. Oh, Jorklef. Ein Cleversche. Level 10. Alter, Level 10. Gucken wir mal, ob es funktioniert. Oh ja. 2 KP, ne? Oder wie viel hat's? 10 KP waren das sogar. Oh mein Goodness. Oh my goodness, oh my goodness. So, 121 XP. Sieht auch gut aus. Ich bin nicht traurig, nein. Ich bin nicht traurig, nein. Ja. Wetten? So. Was haben wir? Katze. Helelu? Habe ich irgendwie vermisst? Keine Ahnung. Kann man heute noch nicht einmal. So, Rückkehr. Kavumski. Das ging schnell. Sind auch nur 9 XP. So, und da haben wir Gegengift. Obwohl wir mit Persifbären ja so eine Art Gegengift haben. So, was haben wir? Oh, ein Nagelotz. Level 3. Das sind jetzt einfach nur noch so kleine Fische. Aber kleine Fische sind auch gut. Denn kleine Fische sind auch etwas Besonderes. Auch wenn wir sie schnell besiegen können. 9 XP. So. Da haben wir die nächste Trainerin, diesmal eine Erwachsene. Ich versuche stets, Pokémon und Kindern mit gutem Beispiel voranzugehen. Stimmt, sie war doch die Kindergärtnerin, ne? Genau, Erzieherin Heidi. Heide. Nicht Heidi. Hallo Heidi. Ja. Und los geht's. Dummiesel. Hat er jetzt ja mit Gen 9 eine Weiterentwicklung gekriegt, die immer noch sehr lustig ist. Oh, Groll ist fehlgeschlagen. Okay, komm. Oh, setzt Walzer ein. Okay. Ist nicht sehr effektiv, aber Konter müsste... Oh Gott! Glaube ich... Entweder hat es eine... Oh, es hat eine sehr gute Verteidigung, ne? Es hat eine sehr gute Verteidigung. Da fuhr schon wieder ein Krankenwagen, Rettungsarzt, was auch immer vorbei. Wenn man ja schon gesagt bekommt, dass man es ja hört, müsste eigentlich gleich mal einen Trank, Riolo einen Trank geben. Ja, jetzt gleich ein Trank. Was? Das lasse ich auf mich nicht sitzen. Nein. 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 Aquaknarre, aber stramm. Oh, was setzt Walzer weiter ein? Alter, was ist das für ein Pokémon? Alter! Das hat ja... Das war nur Level 11! Alter, das ist hier eine Ass-Trainerin oder sowas. Alter! Ja, zurück ins Pokémon-Center, aber hallo! Uff! Uff! Aber sowas von uff. Will gerade auf, Touchscreen unten sieht aus wie so ein Zeranfeld, ne? Warum fällt's mir gerade so auf? Ich versteh's nicht, aber egal. So, auf geht's. Heile, heile, Pokécenter. Wir haben ja Gott sei Dank so ein bisschen Kohle noch nebenbei verdient. Das heißt, so ein paar Pokébälle kaufe ich mir wieder. Stimmt, wir hätten eigentlich noch X-Abwehr einsetzen können. Warum habe ich das im Kampf nicht getan? Ja, das ist bestimmt so ein Zeichen dafür, ne? Wenn ich jetzt wieder, weil wenn ich jetzt das nächste hier verkaufe, wenn ich X-Abwehr jetzt verkaufe, wetten, dann wird das auch wieder so bestraft, so nach dem Motto, fast mein ganzes Team stirbt. Ne? So. 5 Pokebälle haben wir 8 Stück. 5 Tränke haben wir 9 Stück. Reicht erstmal. So, kriegen wir vielleicht wieder irgendwelche komischen Münzen. Oder Medaillen, was haben wir? Spaziergang. Was haben wir noch? Kritzler. Wir kriegen gleich hier 3 Stück. Trautes Heim. 19 Tippmedaillen.
50 brauche ich. Keine Ahnung, habe das Prinzip eigentlich immer noch nicht verstanden, aber naja. Hängt doch mit was anderem wahrscheinlich zusammen. Egal. So, weiter Route 20. Wir mussten jetzt mal ganz kurz, warte mal. Level, ja, steht vor Level 15, ne? Ja, Otaro würde ich dann, ja, guck mal, Voltilam jetzt 2 Level hochgesprungen, ne? 2 Level hochgesprungen. Ich wollte schon sagen, kann nur Voltilam. Nein. So, dann gehen wir mal hier lang. Da haben wir Angriff Plus gefunden. Das hätten wir gleich auch noch verkaufen können. Egal. So. Oh. Sieht nach einem Doppelkampf aus. Unsere zwei Pokémon sind beide stark. Zusammen sind sie super stark. Hör mal, 1 plus 1 ergibt leider noch nicht 3. Und wenn es so ist, dann werde ich der Erste sein, der sich beschwert. Einen Raid. Dark Funky Freak. Dankeschön für deinen Raid. Hallöchen erstmal an alle die hier dazugekommen sind, zugeschaltet haben, kann man auch sagen. Willkommen zu Pokémon Schwarz 2. Hier live auf Dercho TV, bei Dercho TV. Das ist mein erster Stream nach 5 Tagen und mein erster Stream mit einem neuen Internetanbieter. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Stream. Dark Funky Freak, was gab's bei dir? So Feines. So, machen wir mal Rückkehr auf das eine Sonnenkern und du machst... Scheiße. Nein, du machst Tackle auf das andere Sonnenkern. Ja, ich hoffe, es gab schöne Dinge. Oh, das haut aber jetzt rein. Ach, Verwurzler. Das ist schön mit XP, mit KP und so. XP nicht. Ach, Verwurzler mit XP, das wäre es noch. Erfahrungspunkte. Sich so Erfahrungspunkte holen, das wäre es noch. Ne? Aber ist jetzt auch nicht so viel. So, Rückkehr jetzt bei dem Sonnenkern. Das ganze Spielchen noch einmal. Erst so 5 Stunden Minecraft und dann so 5 Stunden Fortnite. Ja, warum nicht, ne? Kann man auch mal machen. Im Übrigen, ne? 1 Million Kanalpunkte, ne? Und dann gibt's hier einen Fortnite-Stream, meine Lieben. Ne, so einfach ist das. Dann beide nur 32 XP gekriegt. Kann man auch machen. Ich kann mich mal dran erinnern, das ist auch schon ein paar Jährchen her, da habe ich Minecraft gestreamt, da habe ich den Dercho TV Minecraft-Server eröffnet und dann wurden aus so 2-3 Stunden irgendwie 7-8 Stunden, die wir dann da drauf waren. Also Minecraft ist wirklich zeitintensiv und wenn du was zu tun hast und was Bock hast, da auch zu machen, dann klappt das auch definitiv. Definitiv. Ne? Ja, kenne ich. Ja. Aber sonst hoffe ich hoffentlich alles gut, ne? Zumindest auch heute mit dem Stream zufrieden, ne? Hauptsache. So, was haben wir hier? Ein Stravickel. Haben wir schon. Ist das letzte Woche gefangen? Ich kann mich schon selbst nicht mehr dran erinnern. Ja, ich bin geradewegs dabei, hier meine Pokémon ein bisschen zu trainieren, nachdem ich ja jetzt den ersten Orden gemacht habe. Käferbiss. Das ist nicht sehr effektiv. Du Dieb! Du hast die Pirsifbeere von meinem Riolo gestohlen! Nom, 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 nom. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, Riolu könnte eventuellerweise echt irgendwie Probleme mit der Verteidigung haben, ne? Irgendwie sowas. So, und ein Ruckzuck-Keep und weg ist es. Es kommt nicht nochmal mit Käfergebiss. Käfergebiss. 109 XP. Komm, Level 15 will ich noch machen. Danach ist mir alles schnurzpiep egal. Rockcliffe trägt nichts. Tatsache, Bär ist weg. Bär ist weg? Na gut, ich habe ja für Tränke, ich habe ja für Tranknachschub gesorgt. Ist zumindest gut. Aber mich würde halt interessieren, wie man hier in Pokémon Schwarz 2 an Bären kommt. Das würde mich halt sehr interessieren. Vielleicht werden wir es irgendwann mal erfahren. Fililu, Level 10. Ja, im dunklen Glas. Im dunklen Gras sind sie ja alle etwas stärker als sonst. Ne? Ich hätte ja eigentlich damit gerechnet, dass ja. Also wie gesagt, ich mag Konter nicht. Auch wenn Konter jetzt hier so einigermaßen gut funktioniert. Ne? Ich ganz ehrlich bin, sorry, aber ist nicht so einer meiner schönsten Attacken. Ich, ohne Witz, ey, diese 5-6 Tage nicht. Doppelkampf! Oh oh! Riolu bleibt, da würde ich sagen, du machst Rückkehr auf Toxiped und
Ja, sieh, das erste Mal dein Game. Hab mir das noch nie angeschaut. Bin mal gespannt. Mach's dir gemütlich. Sei hier willkommen. Na? Heute und morgen gibt's jetzt noch Streams. Ab nächster Woche. Nächste Woche erstmal. Ich habe das ja auch schon bei Update vorher ja gesagt. Gibt es ja auch sogar. Oh, scheiße, Walzer. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Wird der arme Vogel angegriffen. Nächste Woche gibt es ausnahmsweise eine komplette Woche, jeden Tag ein Stream. Was es damit auf sich hat, das werde ich aber auch erst morgen bzw. erst nächste Woche Montag auch verraten. Also mal einfach mal dranbleiben und gespannt sein, weil ich muss ja auch so ein bisschen die Spannung aufbauen. So, dann machst du Rückkehr auf Strawickel und du machst Windstoß auf Toxipet. Dann nervt dieses Ding nicht mehr. So, Windstoß, weg ist das Ding. Na? Und weg ist es. Sehr gut. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass... Oh, Riolu Level 15, das ist gut. Also ist Riolu fertig. Kraftwelle, endlich mal eine andere Attacke. Ich habe gesagt, ich mach Konter weg, ne? Mach ich direkt. Ich glaube, Kraftwelle war jetzt aber auch nicht... Oder? Bin mir jetzt nicht so sicher. Kann auch vielleicht ein Fehler sein, den ich jetzt betätige. So, Kraftwelle auf Strawickel und... Windstoß. So, Kraftwelle. Oh, ja, guck mal, das ist jetzt eine richtige Kampfattacke. Aber Konter irgendwie bei einem Pflanzen- oder Käfer-Pokémon? Hä? Verstehe ich nicht. So. Voltilam kriegt auch noch etwas. Verdient. So, wir bleiben erstmal stehen. Wird jetzt erstmal hier... Oh, Yorkleff trägt was. Trank? Ein Schutz. Toll. So, ich werde nämlich jetzt erstmal hier unsere beiden unterlevelten Pokémon hier mal ein bisschen pushen. So, ich habe ja noch hier Tränke en masse. Dusselgur kriegt jetzt erstmal auch jetzt hier die Beere geklaut, ne? Unverschämtheit. Unverschämtheit hier. Mann, 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 Mann. Unverschämtheit. Ich mach mir nur einen Quark und schau dir dabei zu, wie du Pokis den Hintern versohlst. Da. Dann lass es dir schmecken. Ne? Quark, sollte ich mir auch mal langsam... Ach gut, ja, ich hab's mit... Ja, egal. Werde ich mir trotzdem mal irgendwann mal gönnen. Ein Quark. Müsste ich mal machen. Ich werde ja am Wochenende... Werde ich ja am Nachmittag zu Freunden fahren und... grillen. Ne? Also für mich geht quasi... Ja, mit Pfirsich. Oh, lecker. Pfirsich. Oh. Ich hab ja auch noch Orange. Müssen wir mal da was überlegen. So, was wollte ich sagen? Genau, und für mich geht ja dann quasi so eigentlich, Grillsaison ist eigentlich jedes Jahr, aber für mich geht dann morgen so richtig die Grillsaison, morgen sage ich schon, ich denke, wir hätten heute Freitag. Für mich geht dann wirklich am Samstag so richtig die Grillsaison los. Das Wetter passt ja im Moment jetzt auch hier in OWL. Ne? Und da muss ich auch wirklich sagen, ich bin da wirklich froh drüber, dass es jetzt wärmer wird, dass wir jetzt wirklich wärmere Temperaturen kriegen. Der Mai ist ja eigentlich dafür bekannt, dafür kenne ich ihn ja auch sehr gut. Ne? Meistens hat man ja auch im Mai irgendwie 20, 25 Grad schon wieder, Doppelkampf. Eieiei, Dusselgur Level 9 und Nagelotz Level 10. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Windstoß auf Nagelotz und Aquaknarre auf Dusselgur. Dann gucken wir, und jetzt auf einmal taucht ein Dusselgur auf. Finde ich unfair. So, Biss. Ja. Dusselgur heult rum. Ne? Und der Angriff von... Ja, toll. Nee. So. Ja, wir müssen auch bald mal Garten anfangen, alles wieder aufzubauen. Wetter passt ja, dann kann es losgehen mit dem Grillen und Garten chillen. Ja, das sowieso. Ich habe leider keinen... meine Wohnung hat leider keinen Balkon. Ich hätte wirklich, hätte ich so gemütlich, ich hätte auch mal so also Stream vom Balkon aus gemacht. Aber ich habe leider keinen Balkon. Ich habe hinten einen riesen Garten, den ich mit den anderen Parteien des Hauses und den anderen Häusern hier nutzen kann. Aber da einen Stream zu machen, ist ein bisschen schwierig, wenn da Kinder reinlaufen und alles. Deswegen habe ich mir gesagt, naja, gut, komm, kannst halt sowas nicht machen. Weil sowas würde ich auch mal gern machen. Nur die Grillshow oder sowas. Was wollte ich jetzt machen? Windstoß, genau. Auf Dusselgur und Aquaknarre auf Nagelotz. Das gleiche Spiel, nur umgekehrt. Ja, hat auch viel funktioniert. Zumindest bei Nagelotz nicht so dolle. So, aber Dusselgur ist weg.
bin ich so der Fan von Doppelkämpfen. Bin ich ganz ehrlich. Aber was willst du machen? So. Und ruckzucki. Dusselgur, Level 13. Sehr schön. Und Otaro, ja, ist schon Level 13. So. Mal gucken, was jetzt so kommt. Oh, schon wieder ein Doppelkampf. Ernsthaft? Zwei Vögel? Drei Vögel? Das dreifache Vögeln. So, dann machen wir das gleiche Spielchen nochmal. Apropos Wasser. Ja. So, schön Wasserchen. Schön das Wasserchen für Wadi. So. Angriff von Dusselgur sinkt. Und von Otaro. Jemand hat Heuler gemacht. Ich wollte gerade sagen, Windstoß? Moment. So. Spielchen umgekehrt. Wird, glaube ich, nicht reichen. Oder doch? Ey, weh jetzt beide. Danke. Also ich wäre ansonsten, ne, aufgestanden und wäre gegangen. Na? Gleiches Déjà-vu-Erlebnis wie gestern. Wie vorhin. Das tut mir echt nicht gut, wenn ich so länger als 3 Tage nicht streame, ne? Das ist nicht gut. Überdenke ich mir mal meine Weihnachtspause. Ich denke jetzt schon an meine Weihnachtspause, was? Ja. So, Yorkliff trägt etwas. Ich hoffe, was Sinnvolles. Krank zum Beispiel. Im Dowsinghof hast du so gute Sachen gefunden. Jetzt auf einmal... Oh, ein Trank, guck mal. Ist es ein Sonderbonbon? Sollen wir jetzt schon Richtung... Ich wollte schon Vapiano City sagen. Ja, wir bleiben noch ein bisschen hier im Gras. So. Schon wieder ein Doppelkampf. Ich habe so keinen Bock auf Doppelkämpfe, Leute. Das könnte diesmal ein bisschen besser werden. Zumindest für... Dusselgur, weil das ja... Wir müssen einen Tackle machen, es geht nicht anders. Auf Dusselgur bleibt die Arbeit hängen. Ja, auf Dusselgur bleibt die Arbeit hängen. Ja klar, Walzer. Ja, Walzer kann stark werden. Und auch Otaro. Jetzt hat keiner meiner Pokémon mehr eine Sinelbeere. Dusselgur konnte sie ja noch nicht mal einsetzen, weil sie geklaut wurde. Ich würde mal sagen, Toxipet weg und Strawickel man mal mit einer Aquaknarre nass. Das ist leider nicht sehr effektiv, weil Pflanzen-Pokémon. Ich meine, auch bei Käfer wäre es nicht effektiv, ne? Aber ich habe da keine Ahnung mehr. So viel Ahnung habe ich schon nicht mehr von Pokémon. Zumindest was so die Typen-Attacken und so angeht. Gut, jetzt übernimmt Dusselgur den ganzen Spaß auch hier. Zur Not. Boah, es geht nicht daneben. Bin ich froh drüber. So. 49 XP, auch hier. Ich würde trotzdem ins Pokémon Center zurücklaufen. Nach Dowsing würde ich schon zurückgehen. Nach wieder Vapiano City sagen. Es ist ja nicht Vapiano City, es ist Vardrypo City, ne? Genau, Vapydro City. Nicht Vardrypo, sondern Vapydro City. Ne? Muss man so ein bisschen aufpassen mit der Betonung. Vapiano City, wie komme ich da drauf? Das ist auch dumm. So. Mal, der Typ steht hier nicht mehr, ne? Ich hätte ja eher gedacht, so dieser Typ, der mir diese Münzen gibt, der steht wahrscheinlich nur dann im Pokémon Center, wenn wir auch wirklich neue Münzen bekommen. Ist auch mal wieder so sehr sinnvoll gemacht, aber naja. So. Ladies and Gentle Frauen. So. Ladies and Gentle Frauen. So. Da, 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 da. So. Wie schaut's denn aus? Dusselgur 13, Otaro 13, Voltilam 14, Riolu 15. Ja komm, die beiden noch auf 14, dann gehen wir nach Vapydro City. Vapydro City, Vapydro City, Vapydro City, Vapydro City, Vapydro City. Doppelkampf. Oh,
Vögele und Toxipet. Toxipet haben wir ja noch nicht, aber ich fange es nicht. Nö. Nein, aus Gründen. So. Ich glaube mal, ich werde das auch so attackentechnisch so beibehalten, weil das auch reicht. Oh ja. So, jetzt kommt wieder der Walzer. So. Oh, jetzt gehen sie alle auf Dusselgur. Selbst Dusselgur geht auf Dusselgur. Ja. Bleiben bei dem Spielchen. Beide sind dann sofort weg. So. Ist das wilde Toxipet? Das hätten wir jetzt fangen können, aber dann möchte ich es doch lieber als Solo-Kampf hier haben. Und im dunklen Gras gibt es entweder interessante Pokémon oder natürlich auch, was wollte ich sagen, Dingens. Otterho Level 14. Auch selten, ne? Passiert nichts. Otterho entwickelt sich noch nicht. Ich glaube, Level 16 war Otterho die Entwicklung, ne? So, haben wir jetzt mal ein Solo-Pokémon hier und kaum spreche ich vom Toxipet, kommt es. So, dann müsste eigentlich ein Windstoß ganz normal wirken, nicht? Ja, ganz normal, davon rede ich. Dusselgur ist gleich auch Level 14. Dann kommen wir eigentlich wirklich gleich nach Vapydro City, ne? Weiß nicht, ob sich das jetzt noch für eine halbe Stunde lohnt. Ich glaube eher nicht. Na, dann mache ich alle auf 15, komm. Mit Voltilam wird es ein bisschen schwieriger, aber ich mache dann alle auf Level 15. Und dann gehen wir nach Vapydro City, Lecco Mio. Zur nächsten Session lerne ich den Namen auswendig. So, Dusselgur Level 14. Lernst du was? Nein. Passiert auch nichts. Gut. So, hier ist noch unser Rivale, der Pascal. Ein Vögele. Ein Dusselgur Level 9. Ja. So. Gegen ein Dusselgur Level 14. 5 Level stärker. Ja, wir werden das wirklich. Ich mache das wirklich so. Jetzt alle auf 15, wenn ich das noch bis 23 Uhr schaffe. Und dann sehen wir mal weiter. Kann man das mal sagen? Ja. So. Weil mit Riolo sind wir ja schon durch Level 15. Dusselgur wäre das nächste Pokémon. Ja, wenn es jetzt so bleibt, wenn jetzt so Pflanzen-Pokémon jetzt immer kommen mit dem Level und alles. Ne? Oh, vielleicht auch sogar häufiger. Ne, so häufiger so. Danke. Level 10, Level 10, Toxipet. Boah, so, Windstoß. Mit einem Schlag weg. Ah. Ein, zwei Stravikle oder Toxipets noch. Ah, Dusselgur. Da hört das Spiel wieder nicht auf mich. Warum, Spiel? Warum du nicht auf mich hören, Ton? Es wäre so einfach. Genieße mal ein schönes Mineralwasser. Ich müsste sowieso bald mal. Ich glaube, nächste Woche werde ich das machen. Die Gaskartusche erneuern. Obwohl, wenn ich das immer irgendwie öffentlich anspreche, sei es irgendwie in einem privaten Discord-Talk oder hier im Stream, ist die Gaskartusche morgen leer. Wenn die morgen leer ist, kaufe ich noch morgen eine neue. Warum mache ich Silberblick? Was ist mit mir los? Oh. Ich mache auch Silberblick. Erstmal Verteidigung gesenkt von beiden. So, Ruckzuckhieb reicht. Aber ich glaube nicht, dass das Level 15 ist. Ja, habe ich so gesagt. So, ab jetzt ist jedes Pokémon-Schnutzpip egal. Also Doppelkampf oder Pokémon Level 5. Oder ein Felelu. Felelu. So. Machen wir mal einen Windstoß. Da, 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 da. Zielschuss, fehlgeschlagen. Ja, hast keinen Zielschuss, ne? Katze. Wo ich die Katze auch gerne aufgenommen hätte im Team, aber als wir hier Pokémon Weiß mal gespielt haben, da sah es jetzt nicht so berauschend aus. Kann ich ja davon ja noch ein Märchen erzählen. Ja. Könnt ihr euch im Übrigen ja die Pokémon Weiß Sessions, könnt ihr euch auf dem YouTube-Kanal der Archo TV Games ja mal angucken. Ausrufezeichen YouTube in den Chat.
Oh, Windschnitt. Oh, Windschnitt ist eine gute Attacke. Ja, Windschnitt hier. Machen wir mal Heuler weg hier. Komm, weg hier. Windschnitt hier. Windschnitt ist super. Perfetto. So, keine Entwicklung. Gut. Okay. Yorkleff trägt etwas. Was? Gegengift. Auch nicht schlecht. So, Otaro wäre the next one. Ich muss gerade echt mal checken. Wer ist als... Ne, wer ist näher dran? 297, 393. Okay. Otaro kommt als nächstes, dann Voltilam. Schaffe ich das eigentlich in 28 Minuten? Wenn ich hier bleibe, ja. So, Otaro dann als nächstes, außer es kommen jetzt durchgehend die Käfer-Pokémon, dann haben wir ein Problem. So. Ich habe es gejinxt, es hätte schief gehen können. So, Aquaknarre. Kavum. So, nochmal, Aquaknarre. Ja, das ist jetzt halt so, es wird ja immer wieder, das werdet ihr halt auch erleben, mal so einen Teil Story-Phase geben. Das wird natürlich den Großteil des Streams ja sogar ausmachen, wenn ich halt sage, ich will halt erstmal, ne, ich muss wie und so weiter. Aber es kann natürlich auch sein, dass halt vielleicht auch der Großteil eine Trainingssession halt einfach nur ist, weil die Pokémon auf dieses Level müssen. Jetzt haben wir ja so ein bisschen Trainingssession, jetzt so kurz vor Schluss. Ist jetzt halt auch ein bisschen wichtig, aber naja, das kriegen wir hin. So, gefundenes Fressen für das Lämmchen. Vogel-Pokémon. Oh, Otaro aber hier on fire. Dann aber jetzt hier nachmachen, Voltilam, ne? Danke. Noch nie war so ein Doppelkampf so schön schnell. Ja. Schon wieder ein Doppelkampf? Ja, wenn jetzt so ein Strawickel kommt, dann ist halt mies, ne? Für beide. Ja, dann würde ich sagen, Tackle auf Strawickel und Donnerschock auf Dusselgur. Aber dann würde ich auch... Ja, seht ihr, das ist... Altness, ne, schnell. Zumindest ist Dusselgur weg. Ne? Oh, Strafikel greift auch mit dem Tackle an. Aber der Tackle sitzt. So, machen wir es gleich. Machen wir einfach mal. Das zieht ein bisschen mehr ab. Aber, ne, das zieht fast gar nichts ab, ne, oder? Der Donnerschock zieht... Ah, gut, das war ein Volltreffer. Ich habe nichts gesagt. Das war ein Volltreffer. Also wenn gleich Toxipet und Strafikel kommen, flüchte ich. Weil das bringt bei beiden nichts. Sowohl bei Otaro als auch bei Voltilam nichts. Ich mache das jetzt hier nur, weil halt ein Dusselgur dabei war. Ne? Und das Dusselgur bringt zumindest XP. Ich weiß, meine Nase läuft. Aber wir wissen ja alle, die Allergiezeit geht jetzt so langsam wieder los. Oder ist jetzt wieder richtig losgegangen. Deswegen darf sich der Herr Dercho wieder die Nase putzen. So. Gut, weiter. Und schon wieder ein Doppelkampf. Wenn jetzt das Szenario eintritt, dann Sonnenkern zum Beispiel. Ist auch interessant. Ja, das haben wir ja schon. Ne? Ja, deswegen würde ich es jetzt auch hier dabei belassen, weil ein Nagellotz dabei ist. Wäre jetzt zum Beispiel zweimal Sonnenkern, hätte ich gesagt, ich flüchte. Ne? Das wäre dann was anderes. Megasauger. Alter. Oh ja, ja. Bei einem Pflanzen-Pokémon wird es ein bisschen schwierig. Aquaknarre weiterhin auf Nagelos. Ja, das ist jetzt so auch eine schwierige Kombo, würde ich mal sagen. Ne? Also, oha. Auf 1 kann ich mich jetzt nicht konzentrieren. Ne? Das macht wieder Megasauger. Kann sein, die Geduld geht auf Otaro drauf. Und das Problem ist, Otaro hat nur noch 13 KP. Aber das Nagelotz ist gleich weg. Ich glaube, der Tackle haut mir rein. Speichert Energie. Ja. Das ging nochmal gut. Das ging nochmal wirklich gut. Guck mal, und der Tackle haut... Ah, das war's mit Otaro. Oh! Das Problem... Mal flüchten? Ich glaube eher nicht. Ich gebe mal, glaube ich, erstmal einen Supertrank. Du machst mir einen Tackle platt. Geht mir nämlich auf den Keks mit dem scheiß Megasauger. Ich denke, dieses Sonnenkern so geil, mehr
Holt sich jetzt von Voltilam, ne? Nein, wieder von Otaro. Alter. Also wenn das jetzt so, wenn, ohne Witz, wenn das jetzt so weitergeht, ne? Ich flüchte. Ich geh weg von dir. Sonnenkern, geht doch. Meine Güte. Immer muss ich drohen. 32 XP, 32 hat sich voll gelohnt. Habt ihr XP-Balken bewegt gesehen? Habt ihr diese Bewegung gesehen? Gab's keine. Katze ist wieder da. Sehr schön. So. Jetzt haben wir einen dieser Supertränke eingesetzt, die Yorklef gefunden hat, ne? Auch sehr schön. Ja. Und wenn wir so ein Pokémon mit der Fähigkeit Mitnahme mithaben, dann kann es halt wirklich x-beliebige Items suchen. Natürlich, ich denke mal auch, es hängt wirklich davon ab, wo wir uns befinden, wie weit wir im Spiel sind. Also ich denke mal jetzt so ein Sonderbonbon direkt zu Beginn. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, das ist schon so eingestellt, so programmiert worden, dass es halt so heißt, so und so ist das dann mit Mitnahme. Ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es da auch eine Liste. Schaue ich mal gleich mal rein. Was sagt eigentlich die Uhr? 37. Gefühlt so, als wär die Zeit stehen geblieben, ne? Ist aber auch schön, wieder streamen zu können. Gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ich hätte ja, wie gesagt, ja auch gestern und auch schon am Dienstag streamen können. Am Montag hätte ich auch streamen können. Ich hatte ja immer wieder die Überlegung, halt mal die Kiste anzuschmeißen mit OBS und so. Aber dann habe ich mir auch schon irgendwie, schon interessant, danke, habe ich mir halt auch schon so ein bisschen überlegt, auch mal Zeit für mich zu nehmen, ne, und vor allem auch Wohnzimmer aufzuräumen. Nachdem ich mir so Gedanken drum gemacht habe, fuck, ne, mit der Box und so, ne, das Kabel ist vielleicht zu kurz. Die Box, die neue Homebox von O2, die steht am gleichen Platz, wo die Vodafone-Box stand. Also ich musste null ändern. Natürlich wird mein Wohnzimmer noch geändert, das ist auch, Zeit für sich ist auch wichtig, ja. Ja, ich habe ja halt auch so gesagt, so ein bisschen mehr Zeit für mich will ich auch nutzen. Ich habe im letzten Jahr, bin ich viel unterwegs gewesen mit meinen Freunden, was ich auch sehr geschätzt und sehr genossen habe. Aber ich habe halt kaum so richtig Zeit für mich genutzt. So wirklich für mich so, dass ich mal sage, ich spiele mal ein Spiel, ne, für mich selbst. Oder dass ich mal irgendwelche Sachen mal erledige, nur für mich selbst. Weil ich muss sowieso die Tage jetzt so einiges erledigen. Bald kommt mir wahrscheinlich von meinem Energiebetreiber die Abzählung des Zählers nämlich bald. Oder wahrscheinlich werden sie das wieder selbst machen. I don't know. Und außerdem muss ich die Vodafone-Box noch wegschicken. Ja. So, jetzt kommt das, was ich erwartet habe, ein Toxipet Level 10. Oh, Otaro ist schon Level 15, habe ich gar nicht drauf geachtet, ne? Ja, das sieht man, wenn ich viel plappere, dann achte ich auf nichts. So, Voltilam. So, das wird jetzt auch wieder ein bisschen schwierig, obwohl ich glaube, das wird nicht schwierig mit den Käfer-Pokémon. Ich denke mal nicht. Aber ein Sonnenkern. Machen wir die Dönerwelle. Machen wir die Dönerwelle. Dönerwelle, Dönerwelle. Machen wir die Dönerwelle. Du weißt schon, Sonnenkern, dass du mit deinem Megasauger... What? Seriously? Es hat Gesang gemacht? Weil dafür zur Strafe die Paralyse. Toll. Ach, das war Grasflöte. Ja. Was man mit Cannabis nicht schon alles macht, ne? Quatsch. Quatsch mit Soße. Was lese ich gerade? Der SSC Neapel. Oh, nach 33 Jahren wieder Meister. Oh, Neapel brennt. Oha. Also Neapel ist Wochenende durchgehend saufen. Habe ich das gerade richtig gesehen? Toll. Ja gut, das wird für die Pokémon, die da im hellen Gras sind, nicht reichen, weil die geben meistens maximal 9 XP. Deswegen eins hiervon. Oh, es ist ein Toxipet. Ich könnte es fangen. Ja komm, 3 Versuche mit dem Pokéball. Erstmal schocken wir es ein bisschen. Yo, das ist normal effektiv? Das wusste ich gar nicht. Ich hätte gedacht, eher so nicht sehr effektiv. Okay, also gut. Es ist ein Gift. Es ist, glaube ich, Gift. Ne, es ist ein Gift-Pokémon. Also,
Deswegen ist es ja, Walzer läuft weiter. Und wird von Mal zu Mal immer stärker. Wadi, mach keinen Scheiß. 1, 2, 3. Und es hat sich mal ausnahmsweise fangen lassen. Tokschipet! Ich guck gerade mal nach, wo es ist. Ah, da. Und plopp, da ist es. So, Pokédex-Eintrag ist ein Tausendfüßler-Pokémon. Käfergift sogar. Ui, also war Elektroattacken normal effektiv. Okay, bin ich beruhigt. Bei Pflanzen-Pokémon halt nicht. Größe 0,4 Meter, 5,3 Kilo schwer. Analysiert mit den Fühlern an Kopf und Schweif Luftzüge, um seine Gegner zu orten und ihren Zustand zu erkennen. Tja, nee. Wie viel KP hatte es jetzt noch? Paralysiert und so, ne? Das werden wir im Pokémon Center ablegen dann, wenn wir nach Vapydro City kommen. Oh, guck mal. Und ein Doppelkampf. Das gefällt mir, deswegen werde ich diesen Doppelkampf auch zulassen. Mit Voltilam und Ottero, diesmal umgekehrt. Ja, das Problem ist, Voltilam ist angeschlagen. Durch den Walzer von Toxipet. Ich hoffe, dass sich das Felilu auf Ottero konzentriert, anstatt auf Voltilam. Aber das ist mir jetzt schnurzpipegal, weil Voltilam Level 15, Ladevorgang. Ich glaube, das ist keine... Lädt Energie für kommende Elektroattacke auf, erhöht die Spezialverteidigung. Nein. Nicht erlernen. So, Ottero kriegt auch ein bisschen dazu. Wisst ihr, ich sag's doch. Es stürzt sich jetzt auf das Voltilam, das Felilu. Das verhindere ich jetzt. Erstmal eine fette Aquaknarre auf das Felilu und Donnerschock zuletzt. Uff. Sehr gut. Würde aber trotzdem Voltilam noch einen Trank geben. Oder auch nicht. Jetzt haben wir einen Vati. Vati mal. Dein Voltilam wurde zu Vati. Und lernst du was? Gescheite Attacken? Schade. So. Nice. Dafür gucken wir uns den Pokédex-Eintrag mal an von Vati. Für die, die es im Übrigen nicht wissen sollten, jedes gefangene oder weiterentwickelte Pokémon mache ich immer Pokédex, lese ich immer einen Pokédex-Eintrag vor. So, da haben wir es. Vati. Ein Elektro-Pokémon. Typ Wolle. Typ Wolle. Wollen-Pokémon. Typ Elektro. Dauert es zu lesen. Es hat mir wirklich sehr gefehlt, nicht zu, also zu streamen. Doch, sehr zu streamen. So. Größe 0,8 Meter, 13,3 Kilo schwer. Die gummiartigen, unbehaarten Teile seiner Haut leiten keinen Strom und schützen es so vor Stromschlägen. Gummiartigen, unbehaarten Teile. Lass ich mal so stehen. Gummi unbehaart. Teile. So, ich mach mal Folgendes. Wir gehen rein. Ja, zumindest den Abschluss werden wir uns noch antun. Wenn man unterwegs ist, dann sieht man manchmal Grasbüschel, die sich bewegen. Dort verstecken sich Pokémon. Ist nicht wahr. So, was haben wir hier? Sucht händedringend nach arbeitswürdigen Pokémon-Trainern. Wer? Pokéwood sucht nach neuen Stars für Filmprojekte aller Art. Was sind die da so verzweifelt? Zwischen Vapydro City und Stratos City verkehrt eine Fähre. Nein! Zug um Zug, heiße Kämpfe. Die Kampfmetro in Rayono City. Da ist nur noch Werbung. 4. Mai. Vapydro City regnerisch. Route 20 sonnig. Guten Tag. Also dann schauen wir mal. Du hast 6 Pokémon dabei. Je mehr Pokémon man dabei hat, desto mehr Spaß macht es, unterwegs zu sein. Hier, das schenke ich dir. Also fang ganz viele Pokémon. Oh, Superbälle. Wahrscheinlich ein Superball. Oder? Ich habe einen schon so gekriegt. 2. Oh! So,
Den wollte ich auch noch anquatschern. Ich frage mich, warum man von Pokémon Ohr doch, dass sich im Rascheln hohlen Gras versteckt, zu viel EP bekommt. Nein, Ohr doch, das hatten wir nicht einmal. Oh, es regnet. Der Visocaster klingelt. Hä? Mama! Hallo, Mama hier. Wo bist du denn gerade? Wie, in Vapydro City? Warst du dann auch schon dort bei den Werken? Bei Nacht ist das eh ein beeindruckender Anblick, das kann ich dir sagen. Und man kann dort sogar seine Pokémon trainieren. Du tust, was du tust, was du kannst, und die Pokémon leisten auf ihre Weise ihren Beitrag. So trägt jeder etwas zu einem größeren Ganzen bei. Zusammen könnt ihr bestimmt Außergewöhnliches vollbringen. Ja. Steht hier? Vapydro City. Die Stadt, aus der Dampf aufsteigt. Der jetzt gerade Regen runtergeht. Oh. Mika, versuch nicht, mich aufzuhalten. Ich gehe nach Pokewood, um herauszufinden, was in mir steckt. Mein Ziel ist es, sowohl Captain als auch Filmstar zu sein. Na hör mal, du bist doch in erster Linie ein Captain. Denk doch an all die Leute, die darauf angewiesen sind, dass dein Schiff fährt. Mein liebstes Töchterchen, du hast doch auch zwei Jobs. Du bist Arenaleiterin und hast eine Band. Das kann ich auch. Vater-Tochter-Gespräche. Ach, mir reicht's. Du Idiot, 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 Idiot! Das Problem ist nicht, dass du dann zwei Job hättest, sondern dass du anderen Leuten Unannehmlichkeiten bereitest. Es kann doch nicht angehen, dass Leute nicht mit dem Schiff fahren können, nur weil du so egoistisch bist. Ich hab die Nase voll, ich geh zur Arena. Ja, das ist die nächste Arenaleiterin, die auch in einer Band spielt. Wir sind aber jetzt erstmal in Vapydro City angekommen und werden dort erstmal heilen, speichern und dann nächste Woche weitermachen. Definitiv wird es nächste Woche wieder Pokémon geben. Ich schätze mal, entweder am Freitag oder am Mittwoch. Montag ist ja wieder Gameboy-Time. Ne? So, du bist auch wieder hier. Was kriege ich für Medaillen? Pokémon-Center-Fan. Okay. Was habe ich noch? Aufkeimende Hoffnung. Bei mir? Schundlex vergessen. So. Quatschen wir mal hier an. Hör mal! Gegen Poké... Hör mal! Hör mal, ey, hör mal! Gegen Pokémon vom Typ Gift trittst du am besten deinerseits mit Gift-Pokémon an. Das bringt's voll. Den Tipp hat mir Mika gegeben und sie muss es ja wissen. Und sie ist immerhin Arenaleiterin. Und super musikalisch ist sie auch. Ja, hör mal! Du sag mal, wo spielst du eigentlich lieber? Drin oder draußen? Draußen. Aha, alles klar. Dann sag mir doch bitte, ob dich eher Dinge interessieren, die jeder weiß, oder solche, die keiner weiß. Dinge, die jeder weiß. Echt? Das finde ich toll. Du bist echt ganz schön lebhaft. Also je mehr Orden man hat, desto mehr verschiedene Items werden einem im Laden angeboten. Oh. Hallo. So, erstmal verkaufen wir mal ein bisschen. Angriff plus. Schutz behalte ich. Auch wenn ich ihn kaufen kann. Sonst wichtige Sachen habe ich jetzt nicht zu verkaufen. Aber ich könnte mal ein bisschen gucken, was wir so kaufen können. Wir haben noch 7 Pokebälle. Wir haben, ja, Tränke haben wir. Komm, ich kaufe noch 3 Stück dazu. Super Tränke. Kaufe ich einen wieder dazu. Dann sind wir jetzt unter 2000 Poke-Dollar. Ne? So. Dann würde ich aber auch mal sagen, ich bleibe mal einfach hier direkt am Eingang stehen. Denn das nächste Mal mit Pokémon Schwarz geht es, wie gesagt, Schwarz 2 im Übrigen. Es gibt ja auch noch Pokémon Schwarz und Weiß und Pokémon Schwarz und Weiß 2. Ne, für die es nicht wissen sollten. So, und ich wollte jetzt irgendwie was nachschauen, was ich jetzt wahrscheinlich komplett vergessen habe. Ich speichere zur Sicherheit noch einmal. Speichervorgang nicht ausmachen. So, ich guck mal gerade nochmal zu sehen. Warum habe ich eigentlich hier der TV.de offen? Verstehe ich auch nicht. PokeWiki. Genau, stimmt. Jetzt weiß ich es wieder. Keine Sorge, ich mache mich jetzt erstmal groß. Zack, bumm, da bin ich wieder. So, dann mache ich jetzt erstmal hier aus und mache Musik im Hintergrund wieder an. Ja, läuft auch wieder. Sehr schön. So,
Mitnahme war das, genau. Ich wollte nämlich gucken. So, von der dritten bis zur vierten Generation hat Mitnahme im Kampf keinen Effekt. Ab Pokémon Schwarz-Weiß kann die Fähigkeit auch im Kampf aktiviert werden. Das Pokémon erhält aber höchstens einmal pro Wunde. Es kann durch Schleuder oder Wehrenkräfte verloren wurde. Außerhalb des Kampfes. Pokémon können nach einem Kampf mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% Items heraus. Okay. Primäre versteckte Fähigkeit. Okay. Also, warte mal, ich lese mir das mal. Pokémon kann keine Items auszahlen, die zerstört wurden. Sei denn durch Käferbiss, Flicker oder Einäscher kannst du einen Ballon aufsammeln oder Items. Das steht halt so nicht drin. Es steht also nicht drin. Warte mal. Ah, doch. Wo haben wir es? Schwarz und Weiß 2. Wusste ich's doch. Das hängt vom Level ab. Also das heißt, Level 1 bis Level 10 ist die Wahrscheinlichkeit bei 30%. Das heißt, ich müsste Yorklef immer mittrainieren. Bisschen doof, ne? Auch ein bisschen doof. Weil Level 1 bis Level 10 liegt die Wahrscheinlichkeit bei 30%, dass ich einen Trank kriege. Ne? Ich kann es ja mal kurz zeigen. Moment. Ich habe hier noch Monitor. Oh, Monitor ist viel zu groß. Warum bloß? So. Das kann ich jetzt noch mal kurz zeigen. Genau, hier habe ich es jetzt. Ich mache es mal gerade mal so, dass es mal wirklich passt. So. Hier habe ich es nämlich jetzt noch mal. Ich mache es mal ein bisschen größer. Ihr seht halt auch noch mal hier die Legende dazu. Ne? Also das heißt, wenn das Pokémon auf Level 1 bis Level 10 ist, kriege ich mit einer 30%igen Wahrscheinlichkeit einen Trank. Was ich ja jetzt öfters gekriegt habe. Bei einer 10%igen Wahrscheinlichkeit ist es entweder ein Gegengift, ein Supertrank, ein Superball, ein Schutz, ein Fluchtseil oder ein Paraheiler. Bei einer 5%igen Wahrscheinlichkeit ist es ein Hypertrank. Hatten wir bisher nicht. Bei einer 3%igen Wahrscheinlichkeit ist es ein Hyperball. Und bei einer 1%igen Wahrscheinlichkeit ist es ein Hyperball, Hypertrank oder ein Nugget. Ne? So, Level 11 bis Level 20. Am häufigsten Gegengift. Bei 10% Supertrank, Superball. Also Trank fällt komplett raus. Ne? Was dann halt bei einer 10%igen Wahrscheinlichkeit dazukommen würde, wäre der Hypertrank. Bei einer 5%igen Wahrscheinlichkeit wäre es dann ein Hyperball. Bei einer 3%igen Wahrscheinlichkeit wäre es dann der Beleber. Und bei einer 1%igen Wahrscheinlichkeit ein Nugget oder ein Kingstein. Mit dem kann ich Pokémon weiterentwickeln, wie zum Beispiel Fleckmon. So, Level 21 bis 30, da wäre es dann ne, wieder eins weiter, heißt also Sonderbonbon bei 3%, Beleber bei 5%, 10% würde dann der Hyperball dazukommen, es würde kein Gegengift mehr kommen, sondern nur noch ein Supertrank als 30%ige Chance und als 1%ige Chance ein Kingstein oder ein Top-Trank, Top-Genesung. So, 31, also vor allem ist interessant, 91 bis 100, da ist ein Beleber Standard und dann kommt 10% Sonderbonbon, Sonnenstein, Mondstein, Herzschuppe, Top-Genesung, ne? Top-Beleber, AP-Plus, Top-Elixier, Überreste und wenn nicht sogar eine Schönschuppe. Was eigentlich hier so, sagen wir mal, eher unwahrscheinlich ist, aber wahrscheinlich eher von der Häufigkeit. Also das heißt, ich müsste theoretisch, das müssen wir mal beim nächsten Mal machen, mal einfach mal Yorklef ein paar Mal, also das müsste ich wirklich machen. Ich müsste Yorklef halt jetzt auf über Level 10 kriegen, damit wir auch eine Chance mal auf einem Nugget haben, bei einer 1%igen Wahrscheinlichkeit, die wir bisher noch gar nicht hatten. Ne? Wäre halt jetzt auch eine Möglichkeit, aber mal gucken. Ist interessant zu wissen, echt interessant zu wissen. Ne? Bei Pokémon Omega Rubin, Alpha Saphir. Wie ist denn das eigentlich in Kamezin? Ah, ne, gibt's ja gar nicht. Ja, strahlende Diamant, leuchtende Perle. In Kamezin und Purpur ist das gar nicht zu finden, aber noch nicht mal. Ah, hier ist es schön aufgelistet. Oh mein Gott. Ja, mit einer Prozent. Ja, okay. Kamezin und. Ich glaube, da gibt's kein Pokémon mit Mitnahme. Ist auch ein bisschen schade. Wäre aber toll. Ja. Aber ist wahrscheinlich nicht so. So, Freunde, das ist gewesen für heute. Erster Stream nach 5 Tagen mit Anbieterwechsel und den ganzen Bums. Morgen geht's direkt weiter. Morgen wird dann aber hier an dieser Stelle Wer wird Millionär gespielt. Das heißt, ich versuche mich mal wieder mal ein bisschen an Wissensfragen etc. pp.
Also, ich würde mich drüber freuen, wenn ihr morgen auch wieder mit dabei seid. Könnt ihr dann als so Chat-Joker ja auch noch mit dazu dienen. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr morgen mit dabei seid. Genießt noch die letzte, ja, quasi letzte Stunde des 4. Mai, des Star Wars Tags. Ne? Und wünsche euch alle eine gute Nacht. Danke auch dir, Doug Funky Freak, nochmal für deinen Raid. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich schicke euch jetzt mal zu dem einzig wahren Star Wars Liebhaber, den ich so in meiner Followerliste habe, weil heute ja der Star Wars Tag ist. Und zwar nämlich zum lieben Marcellus Wallace, der Edelmann aus Cornwood. Ja. Und schaut da mal gerne mal rein, wenn ihr wollt, wenn ihr Star Wars Fans seid. Denn aktuell spielt er Star Wars Jedi Survivor, ist ja neu rausgekommen. Ich glaube, diese oder letzte Woche ist es rausgekommen. Und heute zum Star Wars Tag, das passt auch ein bisschen. Deswegen, schönen Abend euch noch. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bleibt gesund und bis dahin. Tschüss.